Show heute mit Victoria und Heiner Lauterbach über Fitness im Alltag, die große Liebe und das Glück des einfachen Lebens. Paul Bühre über die geheimnisvolle Welt der Teenager, ungeliebte Verbote und was Eltern sonst noch so alles falsch machen können. Nora Tschirner über das Glück der Amöbe, Liebeskummer zu dritt und den Pulsschlag des Kolibris. Susi Wolf über Frauenpower in der Formel 1, Leben auf der Überholspur und eine Wölfin im Schafspelz. Florian Schröder über Hätte, Hätte, Fahrradkette, die Kunst der optimalen Entscheidungen und Assoziationspaare. Der unglaubliche Ray Garvey über Männerfreundschaften, magische Orte und irischen Stolz. Und die wunderbare Erika Berger über die Ungeduld des Widders, das Stöhnen der Fische und 30 Jahre Sexgeflüster. Meine Damen und Herren, auch heute wieder Ihr Gastgeber, Hubertus Mayer-Walker. Und meine Damen und Herren, vielen Dank. Auch heute wieder Ihre Gastgeberin, Barbara Schöneberger. Guten Abend, liebe Zuschauer. Vielen Dank für diesen wunderbaren Anfangsapplaus. Das bringt uns gut in die Sendung, aber wir dürfen uns hier auch nicht verzetteln. Wir müssen schnell zu Potte kommen, denn Hubertus Mayer-Walker ist sehr, sehr ungeduldig. Ich weiß es deshalb, weil Erika Berger erstellt ja Horoskope, erotische Horoskope. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld das Horoskop von Hubertus durchgelesen und ich darf es Ihnen einmal kurz vortragen. Sie werden dann Herrn Mayer-Burkhardt mit anderen Augen sehen. Der Löwemann ist ungeduldig und fordert nach sofortigem Liebesakt. Er hat selten die Geduld, sich länger beim Vorspiel aufzuhalten. Wichtig ist ihm die Bewunderung beinahe Vergötterung der Partnerin bei seiner Liebesstellung. Ist er ein Traditionalist? Mann oben. Dabei genießt er es, der Partnerin in ihre sehnsüchtigen Augen zu schauen. Der Löwe ist ein Meister seines Faches und hat es gern auch mal härter. Ein leichtes Kratzen im Kreuz turnt ihn an. Hallo. Das ist mit dem, was macht er jetzt mit einer Löwe? Aber ich will es wie folgt formulieren, ich kann mich momentan schlecht anlehnen. Okay. Ja, genau. Okay, also ich auf der Notaufnahme. Noch Nachtideale. Wir haben natürlich auch eure Sternzeichen nachgeschaut. Und werden dann später das alles nochmal hier in aller Ruhe durchbesprechen. Aber erst zu Ende der Show. Vorher widmen wir uns unseren wunderbaren Gästen, die zu unserer Rechten sitzen. Seltene Talkshow-Gäste und deswegen umso besonders doller umarmt und begrüßt. Heiner Lauterbach und Victoria Lauterbach. Herzlich willkommen. Euch wird es vorkommen wie gestern, aber jetzt ist es ja schon eine Weile her, dass ihr beiden zusammen seid, dass ihr geheiratet habt. Ich glaube 2000 war das. Habt 2001. Ihr 2001 geheiratet, 2000 kennengelernt. Genau. Also es werden dieses Jahr 15 Jahre. Da ist, wenn man so zurückdenkt, ist das so gewesen, Victoria, dass du ihn gesehen hast und gesagt, das ist er? Ja, oder nicht ganz, nicht ganz. Also ich habe ein bisschen gebraucht, so, ich würde sagen so... 2 Minuten. Ja, ein bisschen länger. Ja, aber dann hat auch, ja, ich glaube so 2-3 Wochen habe ich gebraucht, um ihn näher kennenzulernen. Und dann habe ich mich wirklich in ihn verliebt. Dann habe ich ihn auch näher kennengelernt und seine Seele vor allem. Ich durfte hineinschauen und das war einfach wunderschön. Oh, das ist, ich bin schon wieder gerührt. Ja? Ja. Aber es ist ja so, du wusstest es gleich wahrscheinlich, oder? Ich wusste es gleich, ja. Die Geschichte, weil wir ja so selten in Talkshows sind, habe ich aber schon das ein oder andere Mal erzählt. Ja, ja, ja. So schön. Ich kenne sie nicht. Ja, Hubertus kennt sie nicht und wollte sie unbedingt nochmal hören. Das riecht nach dieser schlimmen Krankheit. Also die kennt fast jeder eigentlich. Ja, aber ich erzähle sie gerne nochmal. Ich hatte also Victoria kennengelernt und ich mache es jetzt aber sehr kurz. Es wird immer kürzer übrigens, je öfter ich sie erzähle. Und wir waren dann im Anschluss an das Abendessen, wo wir uns kennenlernten, waren wir in einer Diskothek, man glaubt es kaum. Und da hatte ich auf einmal die Vision, dass wir gemeinsam auf einer Parkbank sitzen und unseren Enkelkindern beim Spielen zuschauen. Also wirklich jetzt mal ernsthaft. Die Vision, ne? Das war, irgendwie dachte ich, das ist die Frau, mit der dir das passiert. Und hat schon Luft geholt und wollte sagen. Und habe ich gesagt, nein, oh, das riecht aber nach einem saublöden Anmachspruch natürlich am ersten Abend noch. Ich möchte dann, Enkelkinder von dir. Das ist nicht sehr schön. Das war nicht so komisch, was ich mitbekommen hätte. Ja, ja. Nein, habe ich gesagt, ja, lass ich lieber. Und dann habe ich mir aber gesagt, was ist denn, wenn das wirklich eintritt? Und ich sage ihr dann auf dieser besagten Parkbank, das habe ich übrigens damals beim ersten Mal schon gewusst, das hätte sie mir ja nie geglaubt. Also was ist das schlimmere Übel, dass ich es jetzt erzähle? Und ich habe das ihr dann doch erzählt, sowas. Und dann hat sie erstmal so, dass man so denkt, oh Gott, er jetzt hier. Nein, zuerst habe ich mir gedacht, irgendwas hat er vergessen. Ja. Ja, oder übersprungen. Er hat irgendwie von Enkelkindern gesprochen und ich dachte, zuerst kommen erstmal unsere Kinder. Ja, aber es sollte nicht so sexuell rüberkommen. Das ist gar nicht inhaltlich gemeint. Weil die Kinder, das ist dann vielleicht wieder mit so einem Sexualakt. Vor allen Dingen sollte es die Dauer unserer Beziehung unterstreichen. Ja,
Ja. Und aber damals war dir schon klar, dass sozusagen, wenn du mit der Viktoria auf Dauer auf der Parkbank sitzen willst, ob als Mutter oder Oma oder Großmutter oder Urgroßmutter, dann musst du was ändern. Oder musstest du damals was ändern? Dauer. Ich weiß nicht, wie ihr diese Bögen immer hinkriegt. Wie geschickt ihr das immer? Das ist unglaublich. Das ist ein Talent für sich. Ja, weil es ist sozusagen... Auf Gesundheit jetzt kommen. Ja, ist das nicht toll? Ja, das hast du wieder mal ganz ausgefuchst gemacht. Gesundheit bei dir richtig? Oder ist es so, dass du sagst, mit Gesundheit habe ich nichts am Hut? Nix. Ja, hätte ich früher gesagt. Gesundheit kann ich nur, also wenn man einer genießt hat. Ja. Dass man das dann sagt. Aber dann irgendwann merkt man schon, wenn ich jetzt irgendwie die Kurve kriege, habe ich noch gute Chancen, aus mir einen richtig fetten Typen zu machen. Ja, sicher. Man steht dann irgendwann vor der Frage, macht man dann so weiter, wenn man schlimm unterwegs war, oder versucht man etwas zu ändern? Und das habe ich dann für Zweites entschieden. Ich habe aber das Gefühl, dass es dir gar nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, die Veränderung war wahrscheinlich schwer, von einem relativen Partyleben hin zu einem sehr, sehr extrem gesunden Leben. Aber ich habe doch das Gefühl, dass an der Art, wie du jetzt Sport machst und wie du jetzt gesund lebst, man doch immer noch merkt, dass du einfach ein sehr extremer Typ bist und alles, was du tust, eben sehr extrem machst. Ja, es gibt Menschen, die mir das nachsagen, dass ich ein Suchtmensch bin. Helmut Dietl zum Beispiel hat das mal gesagt, als ich ihm dann gesagt habe, dass ich fast jeden Tag Sport mache und so. Aber ich weiß nicht, das ist natürlich auch ein Ausgleich, wenn man, sagen wir mal, 12 Stunden früher in der Kneipe verbracht hat, wenn man jetzt nicht gerade gearbeitet hat, dann muss man die 12 Stunden anders irgendwie füllen auch. Ne? Und da ist Sport ein ganz guter Weg. Hast du lange gebraucht, um dahin zu kommen, zu sagen, ich brauche jetzt wirklich den Sport, frage das aus eigenem Interesse, weil ich bin auf dem Weg sozusagen. Und bei mir hat sich das noch nicht eingestellt, dieses Gefühl, ich brauche es. Bei mir ist es immer noch schlimm, jeden Tag. Ja. Also sagen wir jeden 5. Tag, also 2-mal die Woche. Ja, es ist so. Ich warte auch noch auf dieses euphorisierende Gefühl. Was, immer noch? Ja. Aber es ist wirklich, wenn man dann spätestens, wenn man unter der Dusche steht, also sofern man duscht nach dem Sport, ich tue das, dann stellt sich doch ein unglaublich schönes Gefühl ein. Und das bleibt für den Rest des Tages, dass man irgendwie was gemacht hat. Das schwingt immer mit. Und das ist das Schöne beim Sport. Während des Sports habe ich das auch nicht. Also wenn ich nicht gerade Golf spiele, also wenn ich diese Ausdauersportarten mache. Mhm. Ray, wenn du auf Tournee bist, hast du einen Trainer dabei. Ist Boxen für dich eine Art von Medizin? Nicht, wenn du es auf die Fresse kriegst. Irgendwie so. Das ist, ich glaube, ich kann total nachvollziehen, was der Heiner meint. Irgendwie so unter der Dusche auf einmal steht es klar, dass du irgendwie so eine Stunde oder eineinhalb Stunden schon trainiert hast und du hast was geschafft. Am Tag. Und für mich war das sehr lang, habe ich das anders gemacht, in der Kneipe verbracht, irgendwie so nach der Show, irgendwie so gefeiert und dann irgendwann ab nach Hause geliefert und habe ich einen Trainer, irgendwie so einen Freund von mir, Carsten Schellenberg, also jetzt Freunde, habe ich gesagt, kommst du mit? Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, kommst du lieber nicht mit? Und den Tour habe ich abgesagt, wegen, ich könnte nicht, irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, okay, ab jetzt kommst du, und das ist schon 7 oder 8 Jahre her und ich boxe gerne und es macht mir Spaß. Ich feiere gerne, wenn ich nicht arbeiten muss. Florian, der Sport und du, eine enge Beziehung? Mittlerweile ja. Früher gar nicht. Ich war sehr, sehr unsportlich früher in der Schule und konnte gar nichts und habe das irgendwann für mich entdeckt, weil ich natürlich einen ähnlichen Lebenswandel habe wie Ray. Wenn ich auf Tour bin, beginnt der Tag eigentlich so richtig abends. Also man lebt so auf den Abend hin, weil man da einfach fit sein muss. Und dann ist es, tagsüber schreibt man irgendwelche Texte oder macht irgendwas und dann ist es wunderbar, so sich irgendwie nachmittags einen Freiraum zu schaffen und nochmal was zu machen. Also ich kann das sehr nachvollziehen. Nora, die verschraubte Beinstellung verrät, dass du mit dem Ballett dich befreundet hast. Ja, kann ja jetzt keiner das Gegenteil behaupten, der mich von früher kennt. Ja, ich bin wahnsinnig gut klassisch ausgebildet. Du machst überhaupt keinen Sport, oder? Ich sehe das nicht, dass du joggen gehst. Die Marcia Heide aus Berlin sozusagen. Nee, wirklich gar nicht. Nee, ich bin ein wirklich passionierter Spaziergänger. Ja. Also ich bewege mich Wanderer gern. Wanderer auch? Ja, auch Wanderer und mach gerne so Sachen, die so inhaltlich schon lustig sind, ohne dass sie jetzt nur zweckgebunden sportlich sind, im Sinne von jetzt so Fitnesstraining oder nur so Joggen, das ist mir immer zu, das geht auf dem Ziel hinaus, aber sowas wie Reiten gehen, sag ich mal, oder man spielt, weiß nicht, Volleyball oder Twister, noch nie mal einen Twister gespielt, aber jetzt von der Sache stelle ich mir lustig vor. Und macht so Sachen, die einfach anstrengend sind, ohne dass man es merkt. Oder tanzen zum Beispiel, wäre so ein Ding. Klassisch? Ja. Ja, selbstverständlich. Die beiden haben jetzt ein Buch geschrieben und das befasst sich damit, wie man gesund bleibt, wie man fit bleibt. Ich habe das Gefühl, ihr macht wirklich, also du hast gesagt, du machst nur noch Dinge, die wirklich gut sind für deine Gesundheit. Ich habe das Gefühl, das ist euch richtig jetzt schon gut übergegangen. Ja, ich habe es schon immer gemacht. Ja. Also ich musste mich ja nicht verändern. Mhm. Ich habe mich schon immer gesund ernährt und habe viel Sport gemacht und habe den einer auch so dahin erzogen. Ja. Und jetzt gibt es morgens immer, früher gab es halt irgendwie so schön Eier mit Bacon und Weißbrot getoastet mit dicker Butter drauf. Und heute gibt es einen grünen Smoothie. Und aber nur der ihn noch nicht getrunken hat, wird darüber lachen, weil es gibt kaum was Besseres. Ja, das hört sich jetzt sehr dogmatisch an. Wir essen grundsätzlich alles, auch Schokolade und was weiß ich, alles. Hauptsache, aber es hat einen 98%igen Kakaoanteil. Nein. Das nicht. Ach, da kommen ja die Dinger. Habt ihr denn Löffel, habt ihr nicht da? Also ihr werdet also auf alle Fälle merken, nach diesem grünen Smoothie hat man wirklich einen Energieschub. Okay, Energieschub. Ja, wirklich, da kriege ich jetzt wirklich. Was ist jetzt da drin? Ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche gemacht. Es gibt einen grasgrünen und einen so einen braun-grünen. Was Gras denn der? Ich habe so ein bisschen. Willst du den?
Der Ray nimmt den Gras drüben mal. Was ist das? Ray, trink mal, ist das für dich? Also, hau mal rein. Stell dir vor, es ist ein Guinness. Es hilft. Ich liebe das. Ich auch. Ich trinke das jeden Morgen. Was ist jetzt in denen drin? Schmeckt es besser schmeckt es mit Birne. Ich kann nicht trinken. Oder ist das besser? Also ich habe hier ganz viele Wildkräuter, das kann ich schmecken. Mhm. Es sind, wir tun speziell in unseren Smoothies auch immer die Blätter von den Karotten, von rote Beete. Ganz gut, ganz gesund. Da sind die meisten Vitalstoffe drin. Ach so. Das schmeiße ich immer schon im Supermarkt weg, weil es mir zu unbequem ist, dass ich noch in die Altbacken. Auch von rote Beete, die Blätter. Weißt du, kannst du morgens als Saft nehmen, die Möhren. Ich möchte gar nicht, dass rote Beete Blätter hat. In der Plastikverpackung. Ja, das ist noch ein Ja, ja, klar. Also die Blätter kann man ja auch mitkochen, kann man auch wunderbare Suppen draus machen und so, aber also die können auch rein. Ist da auch Knoblauch drin? Nein, Ingwer. Ingwer. Also ich mache an alles Knoblauch, aber ans Smoothie wäre ich noch nicht drauf gekommen, aber das mache ich demnächst dann. Nee, bitte nicht, bitte kein Knoblauch, aber... Nein, schmeckt nicht so ein bisschen. Nein, aber das ist wirklich toll. Es gibt Bärlauch drin. Bärlauch. Kennt ihr das? Bärlauch. Kennt ihr, wenn ihr irgendein neues Nahrungsergänzungsmittel nehmt? Irgendwie was ganz Tolles, was gerade so auf dem Markt ist, so tolle Vitamine oder irgendwas. Und dann fragen mich die Leute, wie merkst du das? Wie macht sich das bei mir bemerkbar? Und da sage ich immer, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich es nicht genommen hätte. Ich kann es echt nicht sagen. Bei den Smoothies, wenn ich die regelmäßig nehme, also sagen wir mal ein paar Tage, wir nehmen die ja nicht jeden Tag. Wenn ich ein paar Tage nehme und dann mache ich meine Radtour um den See. Das sind 54 Kilometer mit rauf und runter und so. Und bei dem Radfahren, ne, weißt du ja genau, in welchem Gang du welchen Berg hochfährst. Mhm. Dann fahre ich den in einer anderen Übersetzung hoch. Das heißt, ich habe definitiv mehr Leistung. Mhm. Ich finde, das ist für, also im Moment eigentlich, finde ich, weil ich auch zu viel Saft irgendwie so, weil es ist weniger, dass ich denke, ja, das tut mir richtig gut. Es ist mehr so, dass extrem viel tut mir schlecht. Also so Fleisch kann man nicht mehr vertrauen, außer dass man selber im Schlachthof, ich habe im Schlachthof gearbeitet, ich weiß irgendwie so, was alles irgendwie so manchmal geschlachtet wird, irgendwie so, das ist echt total ungesund manchmal. Und mit sowas stelle ich mir keine Fragen mehr. Ja, und das ist irgendwie, leider haben wir so viel ein Angebot, es ist schwer zu verweigern, dass es zu vermeiden, dass es Müll ist. Mhm. Weißt du, wenn du ein Hähnchen für 2 Euro kaufen willst, das kann keine gesunde Hähnchen sein. Ja. Deswegen ist ein Smoothie manchmal einfach die bessere Option. Und es tut mir gut. Ja. Hat sie dir heute die Klamotten rausgelegt? Ja. Wirklich? Das heißt, wir haben drüber gesprochen. Ja, 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 du hast gesagt, kann ich das anziehen? Hat sie gesagt, ja, das ist okay. Ja, ja, genau. Hat er überhaupt noch Sachen im Schrank, die er nicht anziehen soll? Weil ich habe gehört, sonst, wenn er sich selber anzieht, kann es auch schief gehen. Ja, wir misten den Kleiderschrank schon einmal im Jahr aus. Mhm. Und mittlerweile sind fast nur Sachen drin, die mir auch gefallen. Abgenommen wurden von der Chefin. Aber ab und zu kaufst du dir auch alleine was, also ist doch immer wieder was dabei. Aber ich habe so beim Durchlesen eurer Biografie das Gefühl gehabt, dass da eben jeder wirklich seine Rolle hat und dass du eben auch an ganz bestimmten Punkten gesagt hast, hier gebe ich die Verantwortung ab, weil da habe ich irgendwie gelernt, das kann sie einfach besser und das macht sie besser. Sie kümmert sich ja eigentlich um fast alles inzwischen in deinem Leben. Naja, also wir sagen auch immer, wir machen jeder in unserer Beziehung, in unserer Ehe, es macht jeder das, was er besser kann. Mhm. Das kann ich nur jedem Ehepaar raten. Das sollte natürlich nicht so sein, dass nicht die Frau dann alles besser kann. Mhm. Das ist dann schlecht. Aber so halten wir das auch. Und Victoria kann eben viele Sachen, Gott sei Dank. Und vor allen Dingen ist sie wahnsinnig fleißig. Mhm. Eine fleißige Frau. Eine Parallele zu Ray. Deine Frau ist deine Managerin. Absolut. Ich kann nicht die ganze Zeit irgendwie so. Ich mag halt die Ausgleich. Mit 7 Schwestern ist es mir nichts Neues, dass eine Frau viel kann. Aber es ist auf der individuell halt irgendwie so bezogen. Nicht irgendwie so jede Frau. Ich sag halt, so wie Victoria halt, kann meine Frau sehr viel. Sie ist halt meine Managerin und ich habe vom ersten Tag gesagt, mit Management kann ich nichts damit anfangen. Sie kann es super top. Ne? Ja. Tag, macht sie bei mir auch. Ja, ich finde es irgendwie so, es ist eine Leitung. Ich muss mich gar nicht damit beschäftigen. Ich weiß alles, was los ist, aber ich vertraue ihre Entscheidung zum Beispiel bei die Artwork von aller unserer so Albums und Merchandise, das macht sie alles. Ja, aber ist das nicht auch schön, was ich so genieße, ist, dass wenn du nach Hause kommst, wenn ich jetzt nach einem Drehtag nach Hause komme, die meisten Männer oder die meisten Schauspieler sagen dann zu ihrer Frau, ja komm, über was sollen wir schon reden, über was anderes. Aber wenn wir wollen, wir machen das nicht oft, aber wenn wir wollen, kann ich mit ihr über alles reden. Sie kennt jeden Produzenten, jeden Regisseur, alle meine Kollegen. Sie hat einen tollen Geschmack, sie liest die Drehbücher und hat so einen super Mainstream-Geschmack. Und das ist, finde ich, manche Ehepaare sagen ja, oder Eheleute sagen, wir wollen gar nicht, dass wir es selber machen, dann quatscht man zu Hause auch noch über den Mist. Aber ich finde es toll. Ich finde toll, dass ich nicht nach Hause komme und habe eine Frau, die keine Ahnung von der ganzen Sache hat. Ich finde halt, in meinen Regeln ist immer 24 Stunden zusammen zu verbringen, wäre gefährlich. Auf jeden Fall für unsere Beziehung halt. Und mich wahrscheinlich, irgendwie so. Aber ich finde halt, dass sie macht halt das, was sie macht. Und ich mache halt das, was ich mache. Und wir haben einen Treffpunkt. Und du kannst auch gut mit Geld umgehen. Libanesin. Ja, das heißt ja. Können die das besser? Da wird auch gehandelt, ja? Wird gehandelt? Ich habe kein Problem mit dem Handeln. Heiner eher. Er geht ja oft dann aus dem Geschäft raus, wenn ich dann halt so ein bisschen verhandle. Dann schämt er sich für mich. Ja,
wenn ich mir eine Krawatte kaufen will, dann sagt sie dann an der Kasse, so, was kann man denn da machen? Und dann bin ich draußen. Ich warte dann vor der Tür. Aber du freust dich dann danach auch, ja? Ja, klar. Hm. Es läuft eigentlich alles super, bis auf Heiners Geschenke. Da habe ich gehört, da ist ab und zu schon mal was schiefgegangen. Das weil jetzt steht ja das nächste Geschenk an für 15 Jahre Ehe. Oder zumindest 15 Jahre Kennenlernen. Wir vergessen immer den Hochzeitstag, ehrlich gesagt. Ja. Beide. Ich kann euch anrufen, wenn ihr bitte. Ja. Also, schenkt ihr gute Sachen? Dieses Jahr zu Weihnachten das erste Mal habe ich wirklich was bekommen, was ich nicht umgetauscht habe. Ja, ach ja, wirklich? Und warum hast du sonst immer umgetauscht? Ja, weil Heiner meinte eigentlich weil gut. Weil das nicht in diesen türkisen Tütchen kam. So. Ja, ja, klar. Es ist aber eben so, die türkisen Tütchen sind halt die türkisen Tütchen und die rosa Tütchen, die mögen auch toll sein. Ja, die rosa auch. Oder die goldenen oder wie auch immer. Und das könnt ihr uns dann auch versuchen, schön zu quatschen, aber... Es gibt ja auch Männer, die sagen, weißt du, du wolltest ja diesen großen Ring, aber ich habe jetzt den kleinen gekauft. Ich dachte, an deinen zarten Fingern sieht der große so klobig aus. Ja. Aber hast du auch schon mal gemacht? Ja. Genau das. Ja. Ich habe ja jahrelang eine Frau mit Gold- und Platinallergie gesucht. Aber leider nicht gefunden. Sei froh, sie ist keine Allergikerin, dank der guten Ernährung. So, schön, dass ihr bei uns seid. Viel Erfolg mit dem Buch und Dankeschön. Prost. Prost. Die Welt der Teenager ist für uns Erwachsene immer ein Rätsel. Und wir haben jetzt einen Gast, einen 16-jährigen Schüler aus Berlin. Und der erklärt uns jetzt seine Welt. Und indem er seine Welt erklärt, erklärt er uns die Welt der Teenager. Er ist zum ersten Mal im Fernsehen überhaupt. Begrüßen Sie deshalb besonders herzlich Paul Bühre, meine Damen und Herren. Lieber Paul, sind Sie einverstanden, dass wir uns duzen? Ja, klar. Dankeschön. Da fehlt mir schon mal ein Stein vom Herzen. Ja. Du hast mit 15 Jahren, du bist gerade erst 16 geworden, ja. Du hast mit 15 Jahren dein erstes Buch geschrieben, Teenie Leaks, was wir wirklich denken. Wie bist du, Paul, zum Autor geworden? Ja, genau. Wie ist Paul zum Autor geworden? Wie ist Paul zum Autor geworden, genau. Die Frage. Es hat alles mit einem Praktikum angefangen. Ich habe ein Praktikum beim Zeitmagazin gemacht in Berlin. Und es war ein super Praktikum erstmal. Es waren 3 Wochen Schulpraktikum. Und die erste Woche konnte ich alles möglich machen, von Recherche zu allem Möglichen halt. Und es ist eine super Redaktion da auf jeden Fall. Und nach einer Woche kam so ein bisschen Routine rein und ich hatte halt meinen Arbeitsplatz und habe mich so ein bisschen halt, konnte halt die Texte lesen, aber ich so ein bisschen angefangen so zu langweilen. Also sind sie wirklich so auf mich zugekommen und haben gefragt, Paul. Der Chefredakteur begann sich bereits zu fürchten um seinen Job. Entschuldigung. Ist okay. Danke. Auf jeden Fall ist man auf mich zugekommen und hat mich wirklich gefragt, freundlich, Paul, hast du Lust, was zu schreiben? Und ja, ich hatte Lust, was zu schreiben. Ich hatte nichts zu tun erstmal. Also habe ich mich daran gesetzt und habe angefangen zu schreiben. Es wurden 20 Seiten, also anscheinend wirklich, ich hatte was zu tun. Und es ging, von da an ging es wirklich so, wie man sagt, es ging alles sehr schnell. Also es wurde gedruckt und daraufhin hat sich dann ein Agent bei mir gemeldet und wir haben uns getroffen, ich mit meiner Familie, wir sind da hingekommen und ich frage, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Und ich hatte auf jeden Fall Lust, ein Buch zu schreiben, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt bist du Paul. Ja, das ist ein Applaus mehr. Besuchst die 10. Klasse eines Berliner Gymnasiums. Wie reagieren dann die Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn plötzlich ein namhafter Autor unter ihnen sitzt? Es sind auf jeden Fall erstmal erstaunt. Ich meine, plötzlich ist es da, ist raus, das Buch. Und aber unglaublich, also es ist positiv alles. Also ich habe es jetzt wirklich sehr wenig so bekommen, sondern einfach so auf einen zugehen und sagen, finde ich toll. Mehr Kameradschaft, als du erwartet hast, entnehme ich deinen Worten. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das so könnte, so, also so mit jemandem freuen. Ja. Also es ist ja eigentlich schwieriger, als mit jemandem so zu leiden oder so. Herr Lauterbach, also, der aus Köln kommt, weiß, man muss auch jönnen können. Man muss jönnen können. Sag mal, warst du denn immer schon gut in Deutsch und hast du gerne Geschichten geschrieben so? Also Geschichten habe ich sehr gerne geschrieben, gut in Deutsch. es war schwer, ein Ende zu finden. Der Anfang war mal super, die Einleitung und so, das wurde sehr lang. Aber hat schon eine Affinität dazu, so, ne? Ja, schon. Also, du schreibst in deinem Buch, jeder Tag ist ein Kampf um Prestige und Anerkennung. Wie äußert sich das? Na, in so einer Klassengemeinschaft, also als man von der 5. bis zur 10. geht man da jeden Tag hin und muss sich irgendwie durchschlagen, man muss irgendwie da klarkommen. Und das ist eigentlich das erste Mal, finde ich, für jeden, wo man sich so wirklich eigentlich so ein bisschen so behaupten muss, seine Stelle irgendwie einnehmen muss. Und ja, das ist natürlich schwer. Also, Es ist verdammt schwer. Ich glaube, Florian, wenn ich recht informiert bin, deine Schulzeit war jetzt auch nicht für dich die romantischste Epoche.
deines Lebens? Nee, gar nicht. Also ich kann das sehr nachvollziehen. Also das war eine Zeit, ich war so ein klassischer Außenseiter. Ich war so ein bisschen pubertär, hatte viele Pickel und war jetzt irgendwie ein bisschen schwierig und wusste auch nicht so mit den anderen in Kontakt zu kommen. Und da wurde halt meine Schultasche durch die Gegend geworfen, so das klassische Ding. Und, ein bisschen Albtraum. Ja, aber das eben, es gibt ja immer den Outsider in der Klasse. Und letztlich muss ich aber im Nachhinein sagen, habe ich dann den Weg zum Humor darüber gefunden. Weil wenn du sonst keine Möglichkeit hast, auf dich aufmerksam zu machen und noch nicht in der Lage bist, Bücher zu schreiben, dann musst du eben irgendwie dich über die Lehrer lustig machen. Und dann fing ich an zu parodieren und habe mich über den Humor gerettet. Aber also die Seite des Kampfs in einer Klasse, die ist mir sehr vertraut, weil ich auch nie so zu den Winnern gehört habe. Sebastian Koch hat dir kürzlich gesagt, hätte ich eine glückliche Kindheit gehabt, wäre ich kein Schauspieler geworden. Ja, absolut. Scheint ein Zusammenhang zu sein. Ja. Das Mode und das äußere Erscheinungsbild haben ja immer eine große Rolle gespielt, egal zu welcher Generation man gehört, wenn man in der Schule ist. Was ist gerade auf dem Frisurensektor los? Ist Justin Bieber immer noch der große Einfluss oder hat man sich von ihm emanzipiert? Haare nach vorne, nach hinten oder in welche Richtung geht's ja nicht? Ja, ich glaube, es wird langsam unabhängiger. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich älter werde und in höhere Klassen komme, also jetzt in der 10. wird es langsam mit den Marken und so. Aber jetzt speziell zum Haarschnitt, also ich glaube, das hat sogar Justin Bieber selber abgeschafft, dieses zur Seite. Ja. Also an beiden Seiten ab und vorne aufgeatmet. Genau. So, Florian, so wie Florian. So sieht man heute aus, wenn man 50 ist. So sieht man heute aus, wenn man 50 ist, meine Damen und Herren. Ich bin so stolz. Ja, mein Sohn ist jetzt 23 und hat sich entschlossen, die Unterhose in der Hose zu lassen. Das war aber nicht immer Spießer. So. Spießer. Nein, der ist jetzt auch. Aber wie ist es, zeigt man die Unterhose noch blitzen über dem Gürtel oder ist das raus? Ja, ich würde sagen, das ist wirklich raus. Warum es wirklich passiert ist, also bei uns haben Leute angefangen, also dieses an der Unterhose hochziehen, das wurde dadurch nochmal so verstärkt. Zum Geburtstag wirst du dann, wie alt du warst, das war die Sekundenanzahl, die du halt... Das kann ja zu Verletzungen führen, aber das wollen wir nicht vertiefen jetzt. Also es gab da unterschiedliche Strategien, also vielleicht welche, die einfach ist oder halt besonders stabil waren und die sich dann auch umziehen gegangen sind, also professionell das. Ich war vorbereitet. Auf was achten denn Mädchen in deinem Alter? Ich bin auch Vater einer Tochter und in dieser Hinsicht voller Sorge. Die ist in etwa, also egal. Aber wie? Also, womit muss ich rechnen? Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt so genau wüsste, also ich glaube, das ist eine Frage, die man sich in meinem Alter auch stellt, oder? Ja. Also als Mädchen oder andersrum, eigentlich das andere Geschlecht, sag ich jetzt mal. Ja. Ist natürlich, man fragt sich, was ist da los, was ist bei denen los, wofür interessieren die sich? Und ja. Zu welchen Antworten kommst du, Paul, bei dieser wichtigen Frage? Zu welchen Antworten? Ja. Gut. Aber ist es nicht auch manchmal grausam? Wie findet man das denn? Also wenn die Mädels tendieren dann manchmal so sehr dazu, jetzt sehr weiblich sich zu präsentieren oder die schlagen dann eben von bis gestern noch geflochtene Zöpfe und Bibi und Tina gucken und plötzlich haben die auftopierte Mähne und Dekolleté und Minirock oder so. Ja. Das ist eben schwierig, oder? Ja, ich bin gerade drauf gekommen, dass Hygiene vielleicht wichtig ist, weil man fängt ja an zu riechen ja. Und dem einen fällt es vielleicht nicht auf, dem anderen schon. Ah, okay. Und ja, also Kommen wir mal, das, was uns ja irgendwie am schwersten fällt, nachzuvollziehen. Was macht ein junger Mann deines Alters, wenn er nach Hause kommt, als erstes? Er nimmt sofort das Handy raus. Ist das die weit verbreitete Theorie? Also ich glaube, man muss sich erstmal den Fragen eigentlich seiner Eltern stellen, wie ist es gelaufen in der Schule? Es ist immer noch dasselbe. Also, ach, das ist, ja. Stehen sie beide ja, da und sagen... Genau. Für mich ist eigentlich das Wichtigste, erstmal die Essenslage zu klären. Also das ist mir persönlich wichtig. Wie steht da Anlass zur Sorge im elterlichen Haushalt? Nein, das ist... Ach so. Das ist bloß so, dass ich glaub, also wir zu Hause kochen sehr viel unterschiedliche Sachen, auch sehr viel asiatisch. Mhm. Und ich freue mich aufs Essen und ich möchte wissen, was das ist. Ist ja der Vorwurf berechtigt, der von uns Alten immer mal wieder kommt, ihr sitzt ja nur noch am Computer? Ich würde sagen, also wir sind nicht nur noch am Computer oder nur am Computer, also wir haben auch Hobbys. Wir machen Sport. Ja. Ist so, also ich kenne Leute, die sind wirklich in ihrer Sportart herausragend, also wirklich in so Bestenlisten wiederzufinden, die dann auch wirklich bei Turnieren sind. Und die spielen auch Spiele, sind am Computer zu finden, aber sind trotzdem, haben 7-mal die Woche Training. Ich finde es, also, die erbringen Leistungen und können trotzdem immer noch am Computer sein. Also ich finde, das schließt sich nicht aus. Könnt ihr denn, oder kannst du die Angst der Eltern verstehen, dass sie eben manchmal sagen, oh Gott, jetzt sitzt da eine Stunde vorm Computer, vielleicht nächstes Jahr 2 und irgendwann mal 5 Stunden hintereinander? Oder ist es so, dass du das Gefühl hast, du kannst jetzt schon selber beurteilen, okay, ich habe Bock irgendwie ab und zu mal so ein Online-Spiel oder was auch immer zu spielen, aber ich sehe schon auch, dass ich irgendwann da aufhören muss und da wieder ein Ende finde? Ja, ich glaube, in einer gewissen Weise kann ich das schon nachvollziehen. Also die sind ja ohne Computer aufgewachsen. Mhm. Also von daher wissen sie nicht so ganz, was da alles so drin ist im Internet. Im Internet ist ja ziemlich viel drin. Ja, ja. Neuland. Also, ich habe auch das Gefühl, in deiner Generation, dass man immer mit den Menschen kommuniziert, die gerade nicht im Raum sind. Also man sitzt, zwei Klassenkameraden zusammen und kommunizieren mit Leuten, die nicht in derselben U-Bahn sind. Sind die dann, treffen die sich dann, kommuniziert man mit denen man bisher in derselben U-Bahn saß? Ist das eine richtige Beobachtung? Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ist ganz schön. Also ich glaube, es kommt auch auf die Person an, die neben dir sitzt. Wenn es ein guter Freund von dir ist, dann wirst du mit ihm reden. Mhm. Wenn es nicht so ein guter Freund ist, dann redest du vielleicht mit deinem guten Freund übers Handy.
Und über den, der sitzt. Ja, am schlimmsten Fall ist das dann so. Ja, genau. Also ich würde sagen... Was mich befremdet, das ist, dass du in deinem Buch schreibst, dass die Jungs spätestens ab der 7. Klasse alle Erfahrungen mit Pornofilmen haben oder einen Pornofilm gesehen haben. Das befremdet mich jetzt nicht aus moralischen Gründen, sondern eher aus der Überlegung, dass wenn das das Frauenbild eventuell prägt, dass man dann gewinnt, ist es ja schwierig bis traurig. Oder bin ich da hoffnungslos hinterm Berg? Das Männerbild besser bei den Pornofilmen? Nee, auch nicht. Nee. Beide nicht. Also nicht, ich, ja. Ich sehe das jetzt wirklich nicht, dass irgendwie Pornos jetzt wirklich auf deinen, also sich wirklich auf Urteil so ausüben von Jungs oder dass Jungs dadurch so wirklich richtig stark eingeschränkt werden, yeah. Nur noch halt mit diesen Bildern so vorm Gesicht so rumlaufen. Also so würde ich das nicht sehen. Nee. Also ich würde vor allem den Strich, den ich sehe, zwischen Liebe und Pornos. Das ist einfach ein komplett anderes Thema. Also, ja. Das heißt, ihr müsst jetzt Liebe lernen? Nee, ich finde Liebe, also das ist immer noch ein Unterschied. Das wissen wir Jungs auch. Also dass Liebe was ganz anderes ist. Mhm. Also was man auch nicht durch Videos irgendwie... Siehst du manchmal die Probleme, weil die richtig rennt? Ich chatte ja ab und zu noch mit so Kiddies, sage ich immer, entschuldige. Und dann wird man gefragt, sag einmal, wir wissen alles über Sex, alles. Aber wie geht eigentlich Liebe? Und als ich das erste Mal gehört habe, oder als man das geschrieben hat, haben wir gesagt, was sind das für Kinder? Liebe ist doch etwas Wunderbares, das kann man doch von zu Hause aus. Aber du bestätigst das jetzt. Ja. Pornos ist ein Unterschied zu Liebe, ja, oder Sexualität hat natürlich was mit Liebe zu tun. Aber Liebe ist einfach eine so das ist sowas, eine Grundfeste fürs Leben. Weißt du, wenn du dich nicht selber liebst, kannst du auch nicht geliebt werden. Und Liebe lernst du auch zu Hause. Du lernst in deinem Elternhaus, wie du miteinander umzugehen hast. Mhm. Aber das würde uns ja sagen, sozusagen, wenn das Elternhaus in Ordnung ist und wenn da die richtige Stimmung herrscht und die richtigen Werte propagiert werden, dass man dann eben auch mal ein Porno auf dem Handy gucken kann oder eben auch mal ab und zu im Internet 2 Stunden irgendein Spiel spielen kann. Ja, klar. Und die Welt bricht nicht Warum zusammen. Denn nicht? Um Gottes Himmels Willen. Aber das heißt ja, dass du von den Eltern eigentlich forderst, hab Vertrauen in uns. Ja, lass uns in Ruhe und haben Vertrauen. Ja, ich finde, das sollte man noch haben. Aber Erika, mein Eindruck ist, dass in unserer Generation haben wir erst die Liebe gekonnt und haben dann den Sex geübt, während ihr erst den Sex könnt und dann die Liebe danach schiebt. Ja, das ist mein Eindruck. Also, ich liebe das stimmt, aber erstmal weiß ich auch nicht. Da ist eine Frage. Ich finde, Liebe fängt vor allem ja schon. Ich setze mich jetzt durch. Liebe fängt vor allem ja schon in der Grundschule an. Ja. Also Sex ist, glaube ich, in der Grundschule sehr selten das Thema. In Ausnahmefällen. Ja, also ich glaube, genau. Also ich finde, man hat schon in der Grundschule irgendwie die erste Liebe ist. Ja, ja, schon. Was ist die Lehrerin? Kindergarten eigentlich? Die Lehrerin. Ja, die hat eine Lehrerin gehabt. Frau Linkersdörfer, vielleicht kurz über die Lehrerin. Ihr seid ja alle im hohen Maße vernetzt, Facebook. Was sind aus deiner Sicht die Vorteile von Facebook und von der Vernetzung bei Facebook? Also man kann super mit Leuten in Kontakt kommen, mit denen man sonst nicht in Kontakt ist. Also Leute, die man so direkt gar nicht kennt. Also die vielleicht in der Nebenklasse sind, aber das ist halt die Nebenklasse, die sagen, warum eine Nebenklasse, mit der man eigentlich gar nichts zu tun hat, außer vielleicht mal auf so einer Fahrt. Wir hatten jetzt mal eine Skifahrt, da waren wir jetzt mit denen zusammen, haben natürlich neue Leute kennengelernt, sozusagen. Also. Und in der Pause, da hat euch da nicht geht? Doch, aber es sind halt immer noch diese zwei Lager, ja. Würde ich sagen. Das bleibt so, man geht nicht so da so rüber, sondern man ist in sich schon... Und diese Hemmung ist bei Facebook dann nicht vorhanden? Ja, bei Facebook, da schickst du jemanden eine Freundschaftsanfrage und die werden normalerweise immer angenommen. Also man versucht ja so viele Freunde wie möglich zu kriegen. Also der Einstieg, der Kontakt ist, ja, ist einfach neutraler. Ne? Ja. Ne? Aber was passiert jetzt, wenn die Eltern auch auf Facebook sind? Das ist blöd. Albtraum. Und sich eventuell eine... Was ist, wenn deine Mutter dir eine Freundschaftsanfrage schickt? Dann ich darf sie hoffen. Ich habe sie angenommen. Hast du angenommen? Ich habe sie angenommen. Ich finde das, also, solange sie jetzt nicht jeden Tag ein neues Profilbild hat oder meine Bilder dauernd kommentiert und immer so, Schatz... Wunderschön. Ja. Sowas, also das will doch, das will ja niemand. Also. Jetzt gibt es mir das Stichwort, ich meine, spätestens in der Pubertät will man doch anders sein als die Mutter und der Vater. Nun ist das in dieser Generation, glaube ich, schwierig, weil ähnliche TV-Sendungen werden geguckt, ähnliche Songs werden gehört, ähnliche, nicht dieselben, aber doch ähnliche. Also ich weiß noch, mein Vater hörte Marschmusik und es war unglaublich leicht, sich gegen den zu emanzipieren. Es war mir ein Vergnügen, weil ihr habt die Rolling Stones und dann, Gott sei Dank und so. Aber das ist ja heute unglaublich schwierig. Wie kommt ihr damit zu Rande? Ich glaube, das war einmal deswegen vielleicht, ich habe es ja selber nicht verstanden mit den Unterhosen, aber vielleicht war das einfach so eine verzweifelte Aktion. Die hat nicht anders funktioniert, ich ziehe mir jetzt die Unterhose irgendwie, ich lasse sie da rausgucken, das machen meine Eltern nicht. Ja. Also deswegen vielleicht. Florian, wie waren deine Erfahrungen in der Pubertät? Hart. Ich trug auch Unterhosen, aber so, dass man sie nicht gesehen hat.
Also ich muss sagen, für mich war es wirklich eine ganz harte Zeit, aber dafür wird es danach umso schöner. Also ich kann auch nur Mut machen. Also es wird auch wirklich, man sehnt sich nach der Schule wirklich gar nie zurück. Ne? Also nein, das, kann das ist ein absolutes Gerücht. Und ja. Ich muss sagen, also jetzt, man kommt sich ja plötzlich schon mit 35 so weise vor, es wird immer besser. Ja? Also und wenn du jetzt schon ein Buch geschrieben hast, in 2 Jahren schreibst du das nächste und dann kommen die Bestsellerlisten. Wird man eigentlich als Buchautor, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mich letztlich dem Humor gewidmet in der Pubertät, um an Mädels ranzukommen. Ganz klar, das war das absolut einzige Ziel. Ich wollte weg von den Pornos, ich wollte weg von dem Scheiß. Und deswegen habe ich versucht, lustig also zu werden. Auch persönlich kennen. Ja. Anwendung. Was man an theoretischem Wissen schon angehäuft hat. Entschuldigung, wir sind ja die Generation, wir mussten ja noch in die Videothek. Ja, ja. Ja. Und was war noch Gesichtsverlust war nicht lustig. Nee. Das war wirklich kein Spaß. Ihr habt ja das Internet. So. Und dann habe ich hab mich dem Humor gewidmet, um an Frauen ranzukommen. Aber es hat nicht funktioniert, weil Frauen immer oder Mädchen immer nur behaupten, ja, sie finden humorvolle Typen toll. Aber am Ende fanden sie doch den cool, der in Sport geil war. Jetzt frage ich mich, ist man als Buchautor, wie du jetzt mit 16, ist man da, kommen da die Mädchen und sagen, hey, lass uns mal heute Abend was angucken zusammen. Es ist ja noch der Anfang, ich habe noch Hoffnung, aber bis jetzt. Also geht schon, ist noch Ausbau. Ja. Ja. Paul, wir erlösen dich jetzt langsam aus dieser Geschichte. Lass mich zum Abschluss fragen, ist nach wie vor das, was in unserer Kindheit, Jugend so wichtig war, ein eigenes Zimmer? Ist das so immer noch, also liegen da auch noch Brotpapier unterm Bett und ist das so Mäuse und so? Ja, alles? Das ist alles wichtig. Ich kenne Fälle, wo Mäuse plötzlich auftauchten und die Reste des Brotpapiers, was ungefähr 5 Jahre unterm Bett lag, ein Festmahl gemacht haben. Ja, ich glaube, also alles, was irgendwie dein Zimmer von dem Zimmer deiner Eltern oder dem Wohnzimmer unterscheidet, ist schon mal gut. Also auf jeden Fall. Ich kann Ihnen dieses Buch empfehlen, meine Damen und Herren. Ich will mit Paul Bühring gar noch weiterspringen, es geht aber nicht. Aber lesen das Buch, das ist ein tolles, also eine tolle, ich sag's mal so, ein Einblick in eine fast fremde Welt. Paul Bühring. Viele denken, sie ist mit Till Schweiger zusammen und eigentlich Kindergärtnerin. Dann gibt es welche, die sagen, nein, sie ist doch Kommissarin in Weimar. Aber eigentlich ist sie ja Sängerin der Band Prag. Und als solche ist sie heute auch hier. Herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen verknallt in sie. Nora Tschirner. Es gibt ja so viel zu besprechen bei dir. Über all die Sachen, die du gemacht hast, aber bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich dich einmal als Philosophin zitieren, weil du hast nämlich die Philosophie. Du hast aber was sehr Schönes gesagt. Du hast gesagt, und das kann ich darin, finde ich mich eigentlich wieder, ich habe einen so minimalen Anspruch an das Leben, dass ich eigentlich dauernd glücklich bin. Ja. Was hast du genau damit gemeint? Keine Ahnung. Es war Zeitdruck. Ich musste los, die Pressefrau hat Und die haben gesagt, wir brauchen noch eine gute Überschrift. Ich hatte noch aus dem Poesiealbum von Paul einen Eintrag. Und dann habe ich, nein, Poesiealbum kannst du jetzt nicht kennen, erklär später. Das ist tatsächlich so, dass ich irgendwie, das gibt ja gar nicht so viel. Also ich hab, ist es, und entspricht es immer noch, auch wenn man älter wird, entspricht es immer noch den Tatsachen? Oder ist es so, dass du sagst, also immer, um mich immer jetzt besser. Glücklich zu machen mit 33, da brauchst du schon ein bisschen es mehr. Es wird immer besser. Es wird tatsächlich immer besser. Ich glaube, es hängt ab, ich habe mich an bestimmten Punkten, glaube ich, einfach entschieden, an den besseren Stellen zu suchen. Also bei sowas wie zum Beispiel, man guckt Fotos von vor 5 Jahren an und denkt, damals war ich echt noch niedlich so. Ja. Und dann denkt man, oh Moment, in 5 Jahren werde ich bestimmt ein Foto von jetzt angucken und denken, Mann, da ging es ja noch. Und dann habe ich beschlossen, ich finde es jetzt einfach schon gut und habe so Sachen abgekürzt. Das ist total gut. Man muss in der Zeit, in der man jetzt gerade ist, sich mit Wohlwollen betrachten, auch von hinten, wenn es schwerfällt manchmal, und einfach sagen, besser wird es nicht mehr. Genau, also das ist tatsächlich, und so Kämpfe zu kämpfen, die ich nicht gewinnen kann, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich versuche immer sofort mir als allererste Aufgabenstellung auszusuchen, so die Schlachten, die man schlägt. Die man gewinnen kann. Genau, und also sowas wie zum Beispiel gegen das Alter zu kämpfen, kann, also ne, körperlich oder so, wäre für mich so eine, macht mich schon so müde beim drüber nachdenken, dass ich merke, aber es wird bestimmt trotzdem total schwer damit umzugehen. Also versuche ich schon, seit ich 3 Jahre alt bin, mich damit voll abzufinden, so jeden Tag und zu sagen, hey, so bestimmt mal nervig und dann kann man dann projizieren und sowas, aber ich bereite mich jetzt schon darauf vor und dann ist es besser. Da habe ich schon manchmal gemerkt, dass es ganz gut funktioniert. Ich kann nachvollziehen, dass du eine gewisse innere Unruhe hast. Du hast mal gesagt, du hast den Herzschlag eines Kolibris. Manchmal. Ja. Also wenn ich in einer Nervositätssituation bin, auch da versuche ich mich dann eher rauszunehmen, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut. Was macht dich nervös? Das hier jetzt gerade sehr. Nee, Druck? Oder ist schon auch absitzen? Ich merke es immer erst hinterher. Also jetzt ist halt tatsächlich eine Situation, auf der, wo ich auf Adrenalin laufe, ohne es doll zu merken. Ich merke es erst im Nachhinein, dass man dann so irgendwie. Und das versuche ich dann einfach zu dosieren. Also dass ich nicht so oft. Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen macht mir eigentlich am meisten Druck. Die Arbeit selbst, die um die es dabei geht, ist eigentlich ist das, was funktioniert. Mhm. Also die Dreharbeiten, die Probenarbeiten oder sowas, aber der Moment, wo man rausgeht und sozusagen sagt, tada, guck mal jetzt her und jetzt greife ich mir den Moment und spiele die Rampensau aus, das, was mich im Nachhinein immer sehr schlaucht. Da du den Herzschlag eines Kolibris hast, manchmal, hast du gesagt, ich ziehe jetzt weg aus Friedrichshain, wo ich früher gelebt habe, wo ja sehr viele junge Leute in Coffeeshops und so weiter auf den Straßen abhängen und gehe wieder in mein altes Viertel zurück, wo ich aufgewachsen bin und schalte den Gang runter, bis nach Pankow gezogen. Ja.
War das eine, hast du das wirklich wahrgenommen oder denkst du jetzt immer so, oh Mann, ey. Ich hab sogar erschreckend, ehrlich gesagt, so richtig so Klammer auf Spießer, Ausrufezeichen, Klammer zu mäßig wahrgenommen, als ich nämlich jetzt wieder in Friedrichshain war und wirklich sofort dachte, also wie das hier, das ist ja ein Chaos. Das ist ja gar nicht, das ist ja menschenverachtend. Man muss doch den Leuten und dieser Lärm. Ja. Dieser Lärm und der Dreck ist wirklich bar. Und so, da dachte ich schon so, alter Falter, das sind so Sachen, die einem wirklich, das ist ja Wahnsinn, also schon so ein bestimmtes Stresslevel merkt man dann auch, wenn es weg ist und mal wieder reintaucht irgendwie, das ist irgendwie, also da merke ich echt auch so die Jahresanzahl, die Jahresringe. Du hast aber was Lustiges erzählt, du hast gesagt, du wohnst in einer Wohnung und du kennst zum ersten Mal wieder die Leute, die mit dir im Haus wohnen und es beklemmt dich nicht. Es beklemmt dich nicht, dass du alt wirst jetzt. Nee, das ist ein Zeichen, dass ich sehr nette Nachbarn habe, glaube ich so. Nee, das ist wirklich, das ist sehr, sehr schön. Also man hat überhaupt so eine bestimmte Art von, sag ich mal, von menschlicher Gemeinschaft so. Also weiß ich jetzt viel mehr zu schätzen. Also ich finde jetzt so, weil früher war es für mich ein Graus, mir vorzustellen, dass irgendein Nachbar klingelt und sich ein Ei borgt, weil ich so einen Paranoia-Anfall sofort hatte. Und jetzt, jetzt hast du Eier im Kühlschrank. Das alleine schon zeigen dafür, dass man älter ist. Ja, genau. Früher hatte man ja nur Pulverkaffee und Zigaretten oder so. Ja. Aber wenn man überhaupt, ja, irgendwie merke ich so bestimmte Sachen, die finde ich sehr, sehr beglückend, die so sehr einfach gestrickt sind und eher sowas mit dem sozialen Umfeld zu tun haben. Viel auf Facebook sein, Instagram, so Sachen. Und Paul chatten, Paul schon eingeschlafen, aber egal. Und du sagst viele soziale Dinge und da kommen wir zum nächsten Punkt. Du bist in Pankow nicht allein, sondern du hast ja alte Freunde da, ja, die in Fußweite jetzt zu erreichen sind. Wer zum Beispiel? Und ich baue dir hier die Brücke. Ja. Wer da zum Beispiel? Den gehst du ab und zu, gehst du zu Fuß, um den zu treffen? Ja? Ich gehe zu Fuß, um den zu treffen und der daneben, ich habe leider den Namen vergessen. Mach nicht. Das sind Erik und Tom, mit denen habe ich eine Band zusammen und die haben auch ein Studio sozusagen schon gehabt, bevor ich zu der Band dazu stieß, in Pankow und das hat mich überhaupt dann so langsam wieder da zurückgeführt und das ist wunderbar. Also da so praktisch. Praktisch. Und so, ich habe übrigens neulich gelesen, dass das ja so sein soll, wenn man sein Lebensglück erhöhen will, eben nicht um Anhäufung von Status und so, ist ja eh klar, sondern dass man versuchen soll, so was Einfaches wie Arbeitswege verkürzen und weil das die Sachen sind, die nie aufhören zu nerven. Und dann Parkplatz suchen und so. Genau. Musst du nicht machen, weil du gehst zu Fuß zuerst. Genau. Ich jetzt Barbara, wir hatten neulich den Therapeuten Paul Korsen hier. Mhm. Und der hat gesagt, man ist dann glücklich. Wenn er nicht sogar Jens hieß. Jens Korsen hieß er, glaube ich. Paul Korsen war der. Und Jens Korsen hat den schönen Satz gesagt, man wird glücklich, wenn man immer sagt, ich bin dafür. Egal, was im Leben passiert, was jetzt, ich bin dafür, man soll sich nie gegen das Leben stellen, taugt nichts. Ja. Fand ich sehr plausibel. Das macht Sinn. Und Nora ist extrem dafür, eine alte Freundschaft mit Erik wieder aufleben zu lassen. Harry, in dem berühmten Film Harry und Sally, hat er gesagt, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau ist nicht möglich. Und ihr seid eben, seit Harry und Sally, das erste Beispiel. Ja, das stimmt. Wo es seitdem doch klappt. Das klappt total gut. Wir kennen uns aus dem Schulchor, da war er also weit, auch heute ist er noch ein bisschen älter als ich, aber wenn man in der Schule ist, fühlt sich das ja an wie, also Dimensionen, Welten. 6 Jahre, das ist ja völlig, und wir waren aber sozusagen im Schulchor, als Erik schon aus dem Schulchor draußen war, wir hatten einen ziemlich coolen Chor und da blieb man noch länger sozusagen, und dann hatten wir gemeinsam eben so Chorfahrten und Skifahrten und so, das teilweise das Gleiche war, und das war natürlich hormonell, also absoluter Super-GAU, also da war mit den älteren Jungs rumhängen für mich, 6 Jahre älter, kannst du dir vorstellen. Ja klar, und du hast dich aber schön dazu gedrängt. Ja, selbstverständlich, ich habe tatsächlich, das ist wirklich eine der gewagtesten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, und hat sich ausgezahlt, ja, ich habe heute endlich eine Band, ich habe mich an den Tisch der großen Jungs gesetzt, und das war ja quasi Verrat an allen Mädels, die in meinem Alter waren, weil das hätte man entweder vorher besprechen müssen oder gemeinsam oder man hätte es halt im Tagebuch, aber du kannst ja nicht einfach in dem entscheidenden Moment, und es herrschte so ein kurzer Moment von peinlichem Schweigen in diesem Essenssaal, wo 100 Leute, Chor und Orchester saßen, weil das war so wie, weiß ich nicht, irgendwie der Präsident aus China und die Queen sind da und irgendjemand sagt, ey, Servus, ich komme dazu, ja. Es war so Majestätsbeleidigung oder nicht, Fragezeichen, und dann haben sie mich aber, man ließ mich gewähren, Cäsar warf mich nicht den Löwen vor, und es endete damit, dass ich auch ein Mixtape gemacht bekam von Erik mit dem Ein Mixtape? Und auf der Hülle stand... für das dunkelhaarige Mädchen aus dem Alt, was mir die unsägliche Verspätung hoffentlich vergibt. Oh nein, wie toll! Also da habe ich doch schon abgezeichnet, dass da was draus wird. Und ich meine, das ist natürlich sehr, sehr lange her und ich kann das noch auswendig. Also kannst du dir vorstellen, was das mit mir gemacht hat? Nee, absolut. Noch eine Band, und du hast dir über Jahre die Treue gehalten. Ja. Und es hat sich gelohnt, denn heute ist euer zweites gemeinsames Kind auf die Welt gekommen. Schön, dass du trotzdem hier sein kannst. denn es ist die zweite CD heute. Ja. Heute erschienen. Heute ist unser zweites Album erschienen. Es heißt Kein Abschied und es ist sehr aufregend. Es ist sehr, sehr aufregend. Cool. Und bevor wir über dieses aufregende Album sprechen, sollen wir einmal reinhören? Ja. Bist du darauf vorbereitet? Soll ich spontan Zeit, das singen? Oh, nein. Na gut, okay. Dann darfst du dich jetzt in Position bringen. Jetzt kommen gleich wieder von hinten zwei Techniker. Und Erik und der Mann, dessen Namen du vergessen hast. Selber toll. Erik und Tom greifen zur Gitarre. Wir hören eine extra, besonders für die heutige in der Talkshow erdachte Talkshow-Version des Titels All die Narben. Ich muss mal ganz kurz meinen Jenga-Turm, der zusammengefallen ist, mir aufmachen. So. Oh nein! Hm. Ich spiele auch noch das gleiche. Das ist doch ein Instrument wie früher. Ja. Ja. Ich spiele tatsächlich
Ich bin ein passionierter Glockenspielspieler. In unserer Akustikversion ist es mal sehr lustig, wenn das dann gerade so das Thema eingeleitet wurde. Oh, Schauspieler, die Musik machen und dann sehen die so, nee, Nora ist wirklich auch Multi-Instrumentalist. Und dann kommt die Akustikversion, wo ich so... Also, naja. Tja, jetzt sind wir wirklich noch mehr gespannt, als wir sowieso schon waren. Ich bin jetzt unter Druck, bin ich bescheuert. Wir werden jetzt ganz genau auf die Multi-Instrumentalistin Nora Tschirner gucken. Hier für uns exklusiv Prag aus der brandneuen Platte Kein Abschied mit dem Titel All die Namen. Nachdem es war und wie es lief, wer hätte das gedacht? Vergessen dem, was übrig bleibt, gewährt man Amnestie. Ja, ich weiß, das machst du gern und dein Gehirn ist darin fraglos ein Genie. Und all die Narben sind verheilt, gib ihnen noch ein Jahr, dann sind sie nicht mehr da. Und all die Fragen sind gestellt, das meiste ist jetzt klar. Wir gehen nochmal auf Start. Es gibt den einen oder anderen, der nicht so sehr viel Reiz verträgt. Aber die sind doch markiert und in dem großen Wundepunkteordner abgelegt. Gut, dann leg ihn aber bitte auch dahin, wo man ihn leicht und sicher sieht. Vielleicht besser, wenn er irgendwo in einer dunklen Kammer liegt. Und all die Narben sind verheilt, gib ihnen noch ein Jahr, dann sind sie nicht mehr da. Und all die Fragen sind gestellt, das meiste ist jetzt klar. Kein Wunder, dass bei euch viel geweint wird aus Rührung, weil es eben so schön ist. Darf ich eine kurze Sache sagen, ja? Weil wir waren schon mal hier mit der Band irgendwann, da warst du leider gerade nicht da. Ja. Und da war es nämlich so, dass hinterher die Leute das ganz toll fanden, aber ein bisschen enttäuscht waren, weil auf dem Album spielen wir leider mit Orchester. Ja. So, was ja normalerweise was Gutes ist, aber also es ist jetzt hier wirklich für hier eine Version, das ist normalerweise sehr, 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 sehr großartig mit ganz vielen Streichern und so, was toll ist, auch toll, nur dass die Leute nicht dann falsch überrascht sind, ja, weil ja, was anderes erwartet haben. Also man kriegt also richtig was für sein Geld. Mit einem Orchester negativ zu überraschen, wäre einfach doof. Deswegen sage ich es mal dazu. Aber es hat sich jetzt schon so schön angehört. Ja. Aber ich hab gehört, es wird viel geweint bei euch in der Band. Du bist nicht fürs Weinen zuständig. Die Jungs sind nah am Wasser gebaut. Im Wasser gebaut. Im Wasser? Warum? Aus welchen Gründen wird geweint? Das ist eigentlich wurscht. Kommt drauf an, wie der Wind steht. Ob gerade das, ob Montag ist, man weiß es nicht. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass es natürlich, glaube ich, ein ziemliches Event war. Das Weinen fing damit an, glaube ich, dass als ich in diese Band kam, diese ganzen Streicher und Sachen hauptsächlich bis jetzt auf Computerwegen stattfanden und man irgendwie auch dachte, das war so eine Indie-Band, wir machen das nie anders, bis ich irgendwann auf die Idee kam, sich zu fragen, was so ein Orchester kostet und ob wir das vielleicht zusammenkriegen. Und wir dann beschlossen haben, wir nehmen das mit einem richtigen Orchester auf. Und ich glaube, der Moment, in dem man so sein eigen komponiertes, arrangiertes Zeug zum ersten Mal mit so 40 Profi-Orchesterleuten gehört, ich glaube, da wedelt halt jeden total weg. Und ich neige dann eher zum hysterischen Lachen. Ja. Und die Jungs tun immer so, als ob sie was ganz, ganz wichtige Mails schreiben müssen. Und unter der Brille beschlägt es dann immer so. Damit man und es wird geweint. Paul, unter jungen Leuten ist das Weinen, unter jungen Männern, ist das Weinen uncool? Oder
Ist das im Zuge der Gleichberechtigung möglich, dass man auch Weichheit zeigen darf? Ich glaube, das wäre jetzt wieder so ein Punkt, das wäre bei Mädchen, glaube ich. Das würde ich jetzt sagen. Ist ganz gut, wenn man weint als Junge. Ja. Also das kommt gut. Ja. Wie können wir damit umgehen, Paul? Wir können damit umgehen. So, wir sind leider schon am Ende. Ich könnte ja noch stundenlang mit dir sprechen. Ich wollte noch ein bisschen mit dir über den Tatort sprechen. Aber zum Abschluss, du hast doch Folgendes gesagt sein. Vor 2 Jahren, du hast gerade gesagt, warst du hier? Ich war nicht da. Ich habe ein Kind bekommen. Du hattest die erste Platte von Prag in den Händen. Erster Tatort unter Dach und Fach. Und hattest gerade, warst glaube ich schwanger mit deinem ersten Kind. Oder hast du gerade gekriegt? Jetzt. Zweite Platte. Zweiter Tatort gedreht. So. Möchtest du uns irgendwas sagen? Das Gespräch richtig. Noch was Schönes bei uns. Unser nächster Gast hat Benzin im Blut. Sie ist die erste Frau seit 22 Jahren, die offiziell als Test- und Entwicklungsfahrerin in der Formel 1 im Cockpit sitzt und bei Testrunden sogar schon Weltmeister hinter sich gelassen hat. Begrüßen Sie Susi Wolf. Frau Wolf, mit 8 Jahren, ich lasse es mir auf der Zunge zergehen, mit 8 Jahren haben Sie bereits Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton und Nico Rosberg versägt, abgehängt. Wie kann das passieren? Wie war das? Warum? Warum war die Frage, genau. Ich hatte meine erste Motorrad mit 2. Und mein Motorrad mit 2? Mein erstes Motorrad mit 2. Aber ich kann auch dazu sagen, meine Eltern haben ein Motorradgeschäft. Ja. Meine Mutter hat in Schottland. In Schottland. Ja. Meine Mutter hat meinen Vater kennengelernt und sie hat ihre erste Motorrad von ihm gekauft. Und als ein kleines Mädel, ich habe einfach Speed geliebt. Mhm. Ich war immer auf dem Weg mit meinem kleinen Motorrad. Und mit 8 Jahren alt habe ich mit Karting angefangen. Und das ist wirklich die Anfang in Motorsport. Schumacher hat auch so angefangen. Ich ja, jeder in der Formel 1 hat so früh begonnen. Und mit 8 Jahren alt denkst du nicht über die Zukunft oder über ein Career oder so. Du machst einfach, was dir Spaß macht. Mhm. Und für mich war das Speed und Motorsport. Und ich war immer sehr kompetitiv, sehr ehrgeizig. Und für mich Karting war einfach... Und die Jungs, die waren da auch beim Karting? Lewis Hamilton und so? Ja, ich meine, sie waren alle dabei und es gab nicht so viele Mädels, aber ich habe das eigentlich nicht gemerkt. Das sind nun alles mittlerweile erfolgreiche Formel-1-Rennfahrer, die Sie damals abgehängt haben. Jetzt haben Sie sogar beim Testrennen Sebastian Vettel hinter sich gelassen. Ich meine, Sie haben Sebastian Vettel hinter sich gelassen. Was sagt er dazu? Es ist immer schwierig für mich, weil die Medien haben so eine Geschichte darüber gemacht. Und eigentlich, warum ist das peinlich für ihn, dass ich war vor ihm auf dem Timesheets? Ich bin auch einfach ein Fahrer. Für mich ist Leistung die wichtigste. Ich muss schnell fahren. Wenn ich bin nicht schnell genug, sitze ich nicht mehr im Team. Und ich war einfach schnell an diesem Tag. Und leider für ihn wird er viel gefragt davon. Aber ich hoffe, es kommt ein Tag, wo das wird nicht so sein. Eine Frau schneller als ein Mann ist nicht mehr peinlich oder überraschend. Darüber reden wir gleich. Ich würde gerne noch mal ein bisschen das Milieu noch mal versuchen rauszuschmecken, wie das Milieu war. Also Sie sagen gerade, Ihre Eltern hatten in Schottland eben ein Geschäft für Motorräder, da war viel Technik. Wie war es bei den anderen Mädchen in Ihrer Schulklasse? Sie haben sich einen Quad oder Quad gewünscht. Wie heißt das richtig? Quad. Quad. Ein Quad gewünscht, das ist genau, Sie müssen es erklären. Was ist ein Quad? Nein, ein Quad ist ein Vierräder-Motorrad. Okay. Ein Vierräder-Motorrad. Aber eigentlich war ich ein ganz normales Mädchen auch. Ich hatte Barbie und ich hatte sehr gute Freundinnen in der Schule und ich bin einfach am Freitag am Nachmittag weg für die Wochenende auf ein Quad. Ja, aber da waren Sie die Einzige wahrscheinlich. Ja, die Einzige, aber ich habe das nicht gemerkt, dass ich war die einzige Mädchen. Es war nur, ich kann mich genau erinnern, ich war 18 Jahre alt und ich bin 15 geworden in die Weltmeisterschaft insgesamt. Und auf den Podest musste ich nicht gehen, weil ich bin nicht in die ersten 3. Und dann ich war gebeten, zu dem Podest zu kommen. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt komisch, weil ich bin nicht in die ersten 3. Und ich bin gekommen und sie haben gesagt, jetzt, Susi Stoddart, mein Mitname, die beste Frau in der Welt. Und ich habe gedacht, ich bin nicht hier, die beste Frau zu sein. Ich bin hier Erste zu sein, die Beste in der Welt zu sein. Jetzt sind Sie die beste Frau in der Welt, ist ja so schlecht nicht. Ja, aber es gibt nicht viele Frauen, das fallen. nein, ich war nie auf einem Crusade zu zeigen, was eine Frau kann im Motorsport. Ja. Ich habe einfach mein Passionenleben sehr früh gefunden und ich fahre als Susi Wolf, nicht zu zeigen, was eine Frau kann. Sie hat gesagt, sie hat ihre Passion früh gefunden, weil sie natürlich aber auch aus einem Motorsportumfeld kommt. Dein Vater war, glaube ich, Polizist. Wärst du dich jemals in Frage gekommen, auch Polizist zu werden? Absolut. Ich habe sogar den Formular ausgefüllt. Die ersten Monate, wo ich irgendwie so studiert habe in Dublin, da war ich weit von zu Hause weg und unglaublich viel Heimweh. Ich habe einen Anruf zu Hause gesagt, ich komme nach Hause, scheiß auf, ich will das nicht. Und dann habe ich Sex gehabt und dann bin ich geblieben. Also, nachdem man über dich sagen kann, Erika, dass du Sexexpertin geworden bist, das kann nicht von deinen Eltern gekommen sein, oder? Oder lag das auch
auch schon, nein, war das schon familiär, nein, sozusagen im Busch? Nicht, nein, weder im Busch noch in meiner Wiege, echt nicht. Nee. Nee, du, ich weiß ich auch nicht, weil wenn ich mal überlege, was? Wenn ich mir so überlege, dass das zu Hause das alles sehr prüde zugegangen ist, ist es doch ein Wunder, dass ich das Wort Sex überhaupt sprechen konnte. Ja, aber inzwischen geht es ganz für Sie überlegen. Oh, wunderbar. Frau Berger. Da gehen wir übrigens gleich nochmal drauf zurückkommen, nur falls Sie überlegen, jetzt umzuschalten. Bleiben Sie lieber dran, wir werden gleich über Sex reden. Warum sind eigentlich so wenig Frauen in der Formel 1? Für mich zwei Gründe. Die erste, kein richtiger Vorbild. Wenn ein kleiner Junge schaut den Formel 1 an, ja, er will wie Michael Schumacher sein, wie Sebastian Vettel sein. Für eine kleine Mädel, sie sieht keine Frau auf dem Grid und denkt, okay, entweder ich darf nicht oder ja, das ist nicht der. Ich hätte gedacht, dass Frauen gar nicht zugelassen sind, um ehrlich zu ich sein. Auch. Also bevor dich kannte, dachte ich, dass das ein Sport ist, wo es eine eigene Wertung für Frauen von gibt, Männern aber über die wird nicht berichtet. Und ich dachte, dass das so, ja, ich dachte, dass das Nehmen die Männer sie ernst? Ja, ich denke, wie für jeder, ich muss das Respekt verdienen. Ein zweiter Grund ist ja auch, dass es kaum Sportarten gibt, in denen Männer und Frauen gegeneinander kämpfen, ohne dass sie, ne? Also beim Golf schlagen die Frauen vorne ab, weiter vorne. Mhm. Männer, es gibt gutes Mixed-Tennis. Guter Punkt. Aber Boxen tun sie auch nicht gegeneinander. Ich denke, es gibt nur zwei andere Sports. Segeln, ja. Und Horse. Das sind die drei. Dabei hast du totale Vorteile, weil du wiegst 10 Kilo weniger als der leichteste Formel-1-Fahrer und das können die dann als Motor ins Auto reinbauen, diese 10 Kilo. Das ist ein Riesenvorteil. Mhm. Und wie der Sport entwickelt, es wird mehr in meine Richtung kommen. Ein Fahrer darf nicht groß sein, darf nicht so viel Gewicht haben. Die Autos sind nicht leicht zu fahren, aber wird leichter als vorher. Wie sieht eigentlich Ihre Arbeit als Entwicklungsfahrerin aus? Wenn Sie das mit kurzen Worten mal beschreiben können. Was machen Sie? Viel im Simulator sitzen, weil unser Simulator ist sehr wichtig, weil Testing ist verboten in der Formel 1. Okay. Eigentlich. Und deswegen müssen wir einen anderen Weg finden, das Auto zu entwickeln und neue Teile zum Testen. Mhm. Welche Körperregionen werden bei einem Formel 1-Fahrer oder bei einer Formel 1-Fahrerin besonders beansprucht? Deswegen ist meine Haare so lang, die Nacke. Hast du einen stärkeren Nacken als andere? Ja. Und ein größerer. Ja. Ich meine, darf ich mal was ganz Doofes fragen? Habt ihr Servolenkung? Ja, ne? Ja, die, das Lenkung ist nicht der schwierigste Punkt beim Fahren, weil so schwer ist die G-Force. Weil in der schnellen Kurve ist manchmal 4 G. Was? Und das ist manchmal 3-mal Körpergewicht und das ist wirklich anstrengend. Das heißt, es ist buchstäblich schwierig, den Kopf oben zu halten, kann man das, oder gerade zu halten, kann man das so sagen? Total. Und das Schwierigste für uns ist, wenn man den Fernsehen anschaut beim Formel 1-Sehen, es schaut aus, dass wir eigentlich ganz wenig machen müssen. Mhm. Es schaut überhaupt nicht anstrengend aus, aber im Auto musst du so hart kämpfen. Wie schnell sind Sie in der Kurve? Also was sind die maximalen Geschwindigkeiten, wenn Sie in eine Kurve gehen? Kommt auf die Kurve an. Ja, ja klar, aber sag mal in also wenn Sie in eine Kurve gehen, die eine Kurve sich nennen darf, also eine... Also wenn es um die Ecke geht. bei schnellen Kurven, ich meine, das Formel 1 Auto ist die beste Auto in der Welt. Es hat eine unglaubliche Leistung. Und es gibt ein paar Kurven, wo dein Kopf denkt, okay, hier muss ich bremsen. Aber du siehst in den Daten nachher. Der Kopf will geradeaus quasi, aber sie müssen nach rechts. Ja, und du denkst, okay, das ist nicht, ich muss bremsen. Aber nein, das Auto schafft es, weil es hat so viel Downforce, dass es kann so viel Geschwindigkeit mitnehmen. Jetzt ist ja für mich die interessante Frage. Die meisten männlichen Kollegen fangen an so mit Anfang, Mitte 20 und hören so Ende 20, Anfang 30 auf. Sie sind jetzt 32. Haben Sie noch eine begründete Hoffnung, den Sprung zu schaffen aus der Position der Entwicklungspilotin hinaus in die, also sieht man sie mal? Hoffentlich. Wovon hängt es ab? Ja, ich... Die schwierigste in der Formel 1, es gibt nur 18 Plätze auf dem Grid und jeder Fahrer will in der Formel 1. Klar. Und deswegen muss man sehr hart kämpfen für einen Platz und eine Möglichkeit. Und 18? 22? Nein, nicht mehr. Das haben Sie verändert? Zwei Teams sind weg. Aber es ist schwierig für jeden Fahrer, egal ob es ein Mann oder eine Frau. Aber es würde doch attraktiv, weil es würden wahrscheinlich auch mehr Frauen zugucken, wenn eine Frau führe. Ich glaube, es wäre total attraktiv. Haben Sie denn Vorteile, Ihre Teamchefin ist die Claire Williams. Können Sie darauf hoffen, wenn eine Teamchefin die ein Chef ist, dass Sie ein bisschen mehr Rückenwind haben? Nein, denke ich nicht. In der Formel 1, ich meine, mehr und mehr Frauen kommen jetzt in der Formel 1 und das finde ich ganz toll, weil niemand hat gesagt, okay, wir brauchen mehr Frauen oder wie bekommen wir mehr Frauen? Sie sind einfach gekommen, weil sie sind die Beste für das Job und Claire ist ein Beispiel. Sie macht das Job super, nicht nur, weil aber sie... Aber keine Frauenquote. Frauenquote kommt nicht vor. Es ist sehr schwierig, wenn du ein bisschen ein Sport, wo Leistung zählt. Ja. Weil die sind einfach da, weil sie die Beste für das Job sind. So, das hört man, sich in das hört man in gewissen Kreisen nicht gern, wenn man sagt, die Frauenquote ist da nicht gut, wo Leistung zählt. Also ich meine, das wird jetzt ein paar... Egal. Ihr Mann, wir freuen uns über Zuschriften. Jede E-Mail ist herzlich willkommen. Ihr Mann ist...
Motorsport-Chef Ihres Teams hat Ihnen geholfen, nehme ich an. Ne? Nicht meinem Team, er ist Mercedes-Benz Motorsport-Chef, okay. Und ich fahre bei Williams, aber mit Mercedes-Benz Motoren. Und das kommt immer in die Frage, bin ich nur, wo ich bin, wegen meinem Mann. Nee, das war nicht die Frage. Aber, okay. Aber ich glaube, das ist ja genau wie bei Lauterbach. Wenn man einen Partner hat, eine Partnerin hat, die weiß, wovon ich rede und die weiß, wie es mir geht in meinem Beruf, glaube ich, kann man auf mehr Unterstützung hoffen, als wenn man völlig unbeleckt ist von dem Thema. Total, ich habe so ein Glück. Wir sind zusammen unterwegs, er unterstützt mich voll. Er weiß, wie schwierig das ist, als Vater zu sein in dieser Umwelt. Und deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar. Und es gibt Fahrerfrauen, aber das Pendant dazu Fahrermänner. Es wäre undenkbar, dass man so einen Toyboy an seiner Seite hat, der nur enge Jeans trägt und dabei ist und auf Fotos mit Sonnenbrillen posiert und sonst nichts kann. Also ein Mann als Boxenluder. Ja, musst du sagen. Es gibt nur diese Variante. Sie haben im letzten Jahr den Rennanzug für ein Abendkleid ausgetauscht für die Vogue und haben sich fotografieren lassen. Hatten Sie da teilweise Hemmungen oder haben Sie gezögert, das machen zu lassen? Also, Sie wollen ja eigentlich das Image ein bisschen transportieren der harten Frau und Abendkleid und so. Gab's das? Wow. Ich fürchte, das ist auch noch bei euch zu Hause, stimmt's? Ja, genau. Ach Mann, da stimmt doch einfach alles. Nein, Baba, da wohnt der Gärtner da hinten. Oh, Ahoi. Sag mal. Gott sei Dank für Photoshop. Es war immer eine schwierige Linie für mich, weil von der einen Seite will ich ernst genommen als ein Fahrer, Fahrerin. Von der anderen Seite, ich bin eine Botschafterin für mein Team, das heißt für alle unsere Sponsoren. Und als eine Frau kommt ein gewisser Druck, gut zu aussehen, weil das hilft auch mit Marketing. Mhm. Und für mich, es war immer schwierig, diese Linie zu finden, weil einfach in einer Seite erst, in der anderen, okay, ich muss gut ausschauen. Aber es war eigentlich mein Mann, das hat mir viel geholfen. Er hat gesagt, okay, Leistung und dann alles andere ist egal. Sei einfach, wie du bist und nicht beobachten, was alle sagen oder denken. Einfach treu zu dir bleiben. Und für mich, ich mag Fashion. Ich will ein Kleid manchmal tragen und ich muss für mich zeigen, weil jeder erwartet, dass ich bin sehr maskulin oder aggressiv. Davon kann keine Rede sein. Und deswegen für mich kann ich auch manchmal zeigen, nein, ich bin ein Feminin. Also Barbara und ich. Wir sind Fans, wir drücken Ihnen die Daumen, dass das klappt und Sie haben es verdient und ich würde noch lieber Formel 1 gucken, wenn endlich mal eine Frau und vor allem Susi Wolf dabei wäre. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Danke. Fisch oder Fleisch, Horst oder Klaus, wir müssen uns die ganze Zeit entscheiden. Das hat auch unser nächster Gast so empfunden und hat deswegen ein Buch darüber geschrieben. Und heute werden wir uns ein bisschen über das Thema schwierige Entscheidungen unterhalten. Florian Schröder, herzlich willkommen. Ich finde ja auch, dass es eigentlich für alle Seiten schwieriger geworden ist, seit alles möglich ist, oder? Also wir können ja heute alles machen und dadurch ist es eigentlich schwieriger geworden, seinen Weg zu finden. Naja, sagen wir so, ich glaube, wir leben in einer paradoxen Situation. Wir wollen alle Optionen haben, sind aber gleichzeitig völlig überlastet, wenn wir sie dann haben. Das kann man schön sehen, wenn man irgendwie durch den Supermarkt läuft. Und ich habe mal während der Recherchezeit dieses Buchs, habe ich mir mal sämtliche Namen von Haarshampoos notiert, die allein eine bekannte Firma mit einem französischen Namen hat. Da gibt es Energie, Antibruch, Antischädigung, Nutri-Gloss, Nutri-Gloss Crystal, Volume Collagen, Average, Ever Pure, Glatt Intense, dann gibt es Repair Extreme, da dachte ich, das ist Shampoo für Jihad-Aussteiger. Und da gibt es Total Repair 5. Ich fragte mich, wo sind 1 bis 4 geblieben? Und mein Liebling ist Revitalisieren, da dachte ich, das ist Shampoo für Tote. Ja, und das ist, du weißt einfach nicht mehr, wo dir der Kopf steht und das ist die Situation. Und da war es vielleicht in einer gewissen Hinsicht früher einfacher. Durch die vielen Optionen sind wir halt gezwungen zu vergleichen. Egal, wo wir hinfahren, Urlaub müssen wir vergleichen, Hotel, Ferienwohnung oder nicht, beim Haarshampoo, beim Notebook-Kauf. Früher hieß es von der Wiege bis zur Ware, Formulare. Heute heißt es von der Zeugung bis zur Leiche, Vergleiche. Ja, aber stimmt. Es geht ja schon morgens los irgendwie. Eigentlich, ich muss mich jeden Morgen entscheiden, müsste ich auf oder bleibe ich lieber liegen? Ja, damit geht's los, genau. Ja. Ich selber bin schneller Aufsteher. Also bei mir läuft's immer gleich. Handy an, Mails checken, Zähne putzen, Augen auf. Das ist die übliche Reihenfolge, aber... es gibt natürlich andere Phänomene. Ich kenne das von meiner Freundin, die ich auch im Buch und im Programm ausführlich beschreibe. Die ist Snoozerin. Also das ist ja ein Phänomen, Snoozen. Das heißt, man schläft nicht mehr richtig, aber man ist auch nicht richtig wach. Und es gibt wirklich Menschen, die verbringen ganze Tage damit im Bett, alle 8 Minuten auf diese Schlummertaste zu hämmern, um am Ende des Tages zu sagen, sie hätten mal wieder richtig ausgeschlafen. Und da sage ich, das ist echt, Snoozen ist Aufstehen für Aufschieber. Das geht nicht. Entweder ich stehe auf oder ich lasse es bleiben. Und vor allem alle 8 Minuten rausgehauen zu werden, ich verstehe es nicht. Da werden in China ganze Großstädte aus dem Boden gehauen, während...
andere im Bett liegen. Und snoosen. Und snoosen. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, aufstehen ist keine Entscheidung, weil das muss man ja tun. Aber das stimmt nicht. Eine Entscheidung ist ja in dem Moment schon gegeben, wo es eine Alternative gibt. Und die Alternative gibt es ja, liegen bleiben und zur Eule werden. Es gibt ja Lerchen und Eulen. Mhm. Lerchen Frühaufsteher, man sagt Bürokraten. Eulen Spätaufsteher, man sagt Kreative. Es gibt aber auch Eulen mit lerchenhaften Zügen, das sind die mit den Ringen unter den Augen. Auch ein bekanntes Phänomen. Aber ich finde ja, ich weiß nicht, aber wer entscheidet sich denn besser und schneller? Die Frauen oder die Männer? Also, ich habe da wirklich lange recherchiert und es tut mir auch ein bisschen weh, das sagen zu müssen. Ich fürchte, dass Männer. Frauen, die besseren Entscheidungen treffen. Schneller. Besser oder schneller? Schneller. Ich glaube sowohl als auch. Ich fürchte beides. Ich fürchte, nein, da gehen wir mit der Frau einkaufen. Was? Ja, es shoppen. Ich bin schnell. Siehst du? Schon ja, hast du... Ich auch. Also so. Ich bin richtig schnell. Ja, ich auch. Ja. Siehst du? So. Ich selten mit mir einkaufen. Wir wollten nicht lügen. Ja, ich nicht. Bitte schreiben Sie jetzt, meine Damen und Herren. Ich habe versucht, die Ehre der Frauen hochzuhalten. Heiner Lauterbach hat es mir kaputt gemacht. Der alte Macho. Nein, ich glaube, es ist so. Ich glaube, Frauen entscheiden tatsächlich subtiler. Frauen treffen die Entscheidungen, die sie treffen wollen, tun es aber so, dass Männer anschließend das Gefühl haben, sie hätten die Entscheidung selber getroffen, die die Frauen für sie getroffen haben. Das ist, glaube ich, nach wie vor das Patentrezept. Und in Partnerschaften ist es ja nachgewiesen, dass Frauen tatsächlich eigentlich die Alleinentscheider sind. Und zwar am Anfang und am Ende. Ne? Also es gibt Studien, da hat man, die ich sehr schön finde, hat man Frauen in Bars geschickt und die Frauen sollten Männer ansprechen und die Männer fragen, ob sie jetzt sofort mit ihnen ins Bett gehen würden. Danach hat man den gleichen Versuch gemacht, da hat man Frauen in Bars geschickt und hat sie Männer ansprechen lassen, hat man Frauen in Bars geschickt, hat man Männer ansprechen lassen. Was kam raus? Als die Frauen die Männer in den Bars fragten, ob sie mit ihnen sofort ins Bett gehen würden, sagten, was sind die Tipps? 98%. Weitere Tipps? Ja, ich schließe mich an, 98. Ja? Ja. Weitere Tipps? Was war der Frage? Na, 80. Egal. 80. Ja, stimmt, 75% waren es. Ja. Normalerweise geht die Zahl immer höher und je höher die Zahl, desto verachtungsvoller die Stimmen derer, die sie aussprechen. Ja. Ich kenne doch die Männer, alle nehmen sie mit. Und als man Frauen ansprach, sagten 100% aller Frauen nein. Ja. Frauen würden keinen mitnehmen. Das heißt, Frauen treffen am Anfang die Entscheidung und auch am Schluss. Also mittlerweile gehen 2 von 3 Trennungen von Frauen aus. Das ist wirklich so. Mhm. Man kann sagen, Frauen sind weniger bereit, ein totes Pferd zu reiten, auch wenn es noch zuckt. Erika, sehen Sie diese Entwicklung auch so? Ich sehe das genauso und ich würde auch kein zuckendes Pferd reiten wollen. Ja, guckt euch Frauen an. Frauen nach Trennungen leben auf. Die scheiden sich die Haare ab, ja. Die kaufen neue Klamotten. Das sind Optionen, die Männer nicht haben. Männer haben keine Klamotten oder wissen nicht, wo sie sind. Ja, oder Männer haben keine Haare zum Schneiden. Ja. Ray, wer hat bei euch die Hosen an? Deine Frau, die ja deine Partnerin auch ist im Geschäft, oder du? Wer? Ich würde sagen, meine Frau lässt mich die Hose anziehen. Ich verstehe. Das ist irgendwie so, ich fühle mich auf jeden Fall wie ein Mann in unserer Beziehung. Und damit ist schon viel gewonnen, das geht vielen nicht so. Nee, also, ich weiß, also ich, ganz ehrlich, ich komme von einer großen Familie von Frauen. Also da waren 8 Frauen in unserem Haus und wir waren 2 Männer. Und wir hatten eigentlich keine Chancen im Flur, aber mein Vater war halt der Mann in unserem Haus. Und ich glaube, ich habe eine Frau auch gesucht, die auch mir allen lässt, ein Mann zu sein. Ja. Und da gibt es, also von da, wo ich herkomme, ganz klare Rollen, also das, was ein Mann ist und was er machen sollte. Und klar, der Frau dahinter steckt, muss wahnsinnig stark sein, halt irgendwie so, dass es überhaupt funktioniert. Florian, große Entscheidungen stehen an, wenn Mann und Frau sich treffen und auch sagen, wir wollen eventuell Kinder haben, dann ist ja heute die Situation, dass man das Kinderkriegen wahnsinnig schnell, wahnsinnig weit nach hinten schieben kann. Freezing. Ja. Also zunächst mal muss man sagen, dass was das immer heißt, ja, ihr könnt euch alle nicht entscheiden, wisst ihr, ob ihr Kinder wollt oder nicht und es ist alles eine unentschiedene Generation. Ich halte das für ziemlich ein Bullshit, weil es ist nun mal das Leben heute ein anderes als vielleicht früher. Und auf der Lebensautobahn zwischen 25 und 40 ist ein tierischer Stress, man muss Karriere machen, man muss irgendwie einen Beruf finden und soll dann auch noch Kinder kriegen. Zumal nach allem, was man weiß, späte Elternschaft eigentlich fast nur Vorteile hat. Also die meisten Kinder von späten Eltern sind relativ gut drauf, weil die Eltern entspannter sind, weil sie mehr Lebenserfahrung mitbringen und weil sie nicht so selber unter so einem Druck stehen. Und ja, jetzt, du sprichst jetzt an, Social Freezing, ein Trend aus den USA, da waren viele irritiert, als sie das hörten, dachten, das ist das Einfrieren von nervigen Facebook-Freunden. Nein, Social Freezing heißt Eizellen einfrieren lassen, um dann Kinder zu kriegen, wenn es die Karriere erlaubt. Und das hat Apple und Facebook vorgeschlagen, deshalb ist es ein bisschen in Verruf geraten. Tatsächlich kann man es aber verstehen. Man muss ja einmal, und das ist jetzt kein Witz, man muss ja einmal anerkennen, dass die weibliche Biologie im 21. Jahrhundert nicht angekommen ist. Die Menopause der Frau ist heute 4 Jahre später als vor 150 Jahren. Vor 150 Jahren aber wurde eine Frau im Schnitt 38 Jahre alt. Ein Mädchen, das heute geboren wird, hat eine statistische Lebenserwartung von 82 Jahren. Das macht 44 Jahre mehr Leben in 150 Jahren, bei gleichzeitig nur 4 Jahren mehr Zeit bis zur Menopause. Das heißt, alle Geschäfte haben bis 20 Uhr geöffnet. Nur der feine Bioladen von Mutter Natur macht miese, weil er am späten Vormittag die Schotten dicht macht. Und da sage ich, da kann ich Social Freezing verstehen. Außerdem wird es für ordentliche Kindervornamen sorgen. Dann heißen Kinder nicht mehr Jacqueline Chantalle oder Cheyenne Savannah, sondern einheitlich Frozen Margarita. Hat nur Vorteile. Erika,
Du hast mit 19 dein erstes Kind bekommen, oder bist mit 19 Mutter geworden. Wenn damals die Möglichkeit von Freezing es gegeben hätte, hättest du diese Möglichkeit genutzt? Nein, ganz bestimmt nicht. Also man mag mir das jetzt anlassen, aber ich bin nicht das gewesen, was man jetzt eine total begeisterte Mutter genannt hätte. Ich bin damals schwanger, aber es gab keine Pille. Meine Kinder sind über 50. Und ich habe dann hinterher gleich noch das zweite Kind gekriegt, weil es so toll war. Und ich habe zwar richtig klasse Kinder. Und es hat einen ganz großen Vorteil, weil ich habe die Kinder sehr jung gekriegt. Und habe natürlich dann auch meine Kinder noch genießen können, indem ich dann mit denen auch ausgegangen bin. Ja. Dass man mir gesagt hat, was hast denn du für einen jungen Kerl dabei gehabt? Das ist mein Sohn. Toll. Das ist irgendwie toll. Nora, du hast zwei Kinder. Hast du jemals darüber nachgedacht, ob das... Nein, nur eins. Nur ein Kind, du hast nur ein Kind. Nora, du hast ein Kind. Hast du jemals darüber nachgedacht, ob das der richtige Zeitpunkt war? Oder ist es einfach so passiert? Ich habe vor allen Dingen irgendwann tatsächlich die Entscheidung getroffen, darüber überhaupt nicht zu reden und schon gar nicht mit dir in der Öffentlichkeit. Und deswegen sag ich nicht. Okay, Barbara, setz das Gespräch fort. Das war meine 1A Entscheidung, das war eine 1A Abwehrhubert. Aber sicher mal zugeben. Ja, das nennt man einen Kopf. Das ist doch meine These. Aber es ist halt, dass Frauen die besseren Entscheider sind. Das ist genau der Punkt. Was ist das? Was macht das sein? Jetzt vernascht sie dich. Siehst du, so läuft das schon. Wir haben ja gerade ein bisschen darüber geredet, dass sich natürlich die Beziehungen total verändern in der heutigen Zeit. Und du hast herausgefunden, dass du schon an der Stellung der Matratzen sozusagen oder der Art der Matratzen, auf denen Paare schlafen, erkennen kannst, ob das eine moderne oder noch eine traditionelle Beziehung ist. Genau, ich habe versucht, eine Erkenntnis, die ich sehr interessant fand, von Soziologen in ein Bild zu kriegen. Also du bist nicht sämtliche Matratzen gekommen? Ich bin auch, aber zu Recherchezwecken ist das ja wohl erlaubt. Ja, absolut. Nachdem die Pubertät vorbei war, habe ich sämtliche Matratzen mal ausprobiert. Und nein, es ist so. Es gibt im Grunde, um es zu visualisieren, zwei paar Formen. Es gibt die Ein-Matratzenpaare und die Zwei-Matratzenpaare. Ein-Matratzenpaare sind sozusagen die Klassiker. Mhm. Eine Matratze, ein Leben, eine Katastrophe. Das, was die Soziologen die Fusionspaare. Ja, die Fusionspaare nennen, also Fusionspaare sind Paare, wo in der Regel die klassische Beziehung... Die gehen durch dick und dünn. Manchmal. Der Mann wählt die Frau steht im Status deutlich unter dem Mann, der Mann wählt sie aus und irgendwann lässt er sich eben auch wieder scheiden, wenn er eine neue findet und dann steht sie doof da. Fusionspaare, Abhängigkeitsbeziehungen, also feindliche Übernahmen im Gewand der hormonellen Überreizung. So, das sind die Klassiker. Jetzt gibt es die neuen Paare. Jetzt gibt es die neuen Paare, das sind die Zwei-Matratzen-Paare, Assoziationspaare. Jeder hat eine Matratze für sich, drumherum ist aber irgendwie ein Gestell, was das Ganze zusammenhalten soll und derjenige, der sich zu sehr ankuscheln will, landet in der Ritze. Ja? Aber ganz wichtig bei den Zwei-Matratzen-Paaren, man begegnet sich jetzt auf Augenhöhe, das ist das Entscheidende. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass der Arzt die Krankenschwester wählt oder der Pilot die Stewardess oder so, sondern es wählt auch mal der Pilot die Pilotin, der Chef die Unternehmensberaterin und der Proktologe wählt die Urologin, also Augenhöhe in allen Bereichen. So, und das sind jetzt die neuen Beziehungen. Ne? Und Assoziationspaare, die sind also gleichberechtigter, aber stehen natürlich vor anderen Herausforderungen. Aber ich habe gedacht, dass die Paare immer nur dann auf eine Matratze verzichten, wenn der eine deutlich mehr Körpergewicht hat als die andere. Weil wenn der mit mehr Körpergewicht sich umdreht, vibriert die andere noch 10 Minuten nach. Das ist ein zweiter Vorteil, nicht ein erster. Ich verstehe. Wir sind schon im Inhaltlichen Jahr angekommen. Ja, absolut, natürlich. Und nicht nur im Gewichtsmäßigen. Aber durch diese vermeintlich grenzenlose Freiheit entsteht ja ein neuer Zwang jetzt wieder in der Beziehung. Also, genau. Ja, ist ja tatsächlich so. Es ist schwieriger geworden. Ja, man muss ja mal sehen, dass wir auf viele, viele Jahrzehnte zurückgucken, in denen sich Paare gefunden haben, weil es in der Regel eine wirtschaftliche Abhängigkeit zugunsten des Mannes und zu Ungunsten der Frau gab. Wenn es jetzt so ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, weil beide eigentlich eigenständig sind, man braucht sich also nicht mehr aus finanziellen Gründen, dann muss ja etwas an die Stelle dessen treten, was jetzt wegfällt, nämlich das Wirtschaftliche. Und das sind, und das ist ganz interessant, sagen Soziologen, drei Faktoren, nämlich Freizeit, emotionale Intimität und Sex. Und das Problem unserer Zeit ist, dass wir optimale Entscheidungen treffen müssen, also muss die Beziehung optimal sein. Es kommt also zum Stress. Emotionale Intimität ist das Wichtigste, das heißt, er muss zuhören können. Aber nicht nur das, er muss auch eine Meinung haben und die muss er auch formulieren. Aber die muss er dann formulieren, wenn sie gewünscht ist. Wenn sie nicht gewünscht ist, dann hat er bitte die Klappe zu halten. Aber ob er gerade reden soll oder ob er die Klappe halten soll, ob er weg sein soll oder da sein soll, das muss er bitte spüren. Und wenn er das nicht spürt, dann ist er ein Vollidiot, dem er den Hasen geben kann. Deshalb muss er alles spüren. Das gleiche gilt für den Sex. Der muss hart sein, wild und total geil, aber natürlich auch wahnsinnig vorsichtig, zärtlich und liebevoll. Und wie es heute gewünscht ist, das muss er spüren. Überhaupt muss alles heute gespürt werden. Das muss gespürt werden, bevor derjenige, der es will, überhaupt selber weiß, was er spüren soll. Da muss schon alles gespürt werden. Also die ganze Beziehung muss so sein wie Markus Lanz. Das ist doch das. Ich sehe das Problem. Ja, das ist ein Druck, der ist wirklich schwer auszuhalten. Ich bin so auf dem Arm. Bitte? Bin so auf dem Arm. Muss mal kurz.
Ja. Sollen wir dich mal kurz kuscheln? Du bist ganz aufgeregt. Aber wenn, kein Wunder bei so einem Thema, da rege ich mich auch auf. Und ich empfinde das ja auch so. Es muss perfekt sein. Ja, also das ist das Problem. Nichts außer perfekt lässt man Geld. Genau. Und das war das Ziel im Buch Hätte Fahrradkette und meinem Programm Entscheidet euch, wo ich das ja auch thematisiere. Ich wollte über dieses Thema einfach sozusagen reden, auf der Höhe der Zeit. Und Entscheidungen haben wir immer getroffen. Entscheidungen waren auch immer schwer. Aber heute, glaube ich, ist unser Problem dieser Zwang zur permanenten Optimierung, zur permanenten Selbstoptimierung. Und was ist das Fazit? Ist es ein Weltuntergang, wenn man es falsch entscheidet? Nein, im Gegenteil. Ich bin das Buch und auch das Programm ruft dazu auf, come down, alles halb so wild. Trefft Entscheidungen, auch wenn es die falschen sind. Habt Mut zu scheitern. Denn das große Problem ist ja, dass wir einen ausschließlich negativen Begriff des Scheiterns haben. Wir dürfen ja nicht scheitern. Wir dürfen auch keine Fehler machen. Und ich sage, macht Fehler. Macht es einfach. Hauptsache, ihr trefft Entscheidungen, weil wir falsche Entscheidungen gar nicht so lange bereuen, wie die nicht getroffenen. Die bereuen wir viel länger. Während die falschen viel, viel besser sind. Das ist relativ schnell vergessen. Deshalb sage ich, entscheidet euch, tut es. Und wenn es falsch ist, scheißegal. Versuch und Irrtum ist das Naturprinzip, mit dem wir bis heute überlebt haben. Also wir entscheiden uns in Zukunft noch mit mehr Elan. Florian Schmidt-Friedberg. Meine Damen und Herren, er ist der Star von The Voice of Germany. Unfucking fassbar, würde er sagen. Ich sage, er ist unser Lieblingssänger aus Irland. Ray Garvey ist da. Ray, Voice of Germany ist vorbei, dein zweites Soloalbum gerade draußen, du gehst auf Tournee, es sind nahezu alle Tickets verkauft, Restkarten mögen noch da sein und du hast gepostet auf deiner Website, dass du die Haare, die du dir hast, abschneiden lassen. Sind das die letzten Tourvorbereitungen gewesen? Haare weg, dann auf Tour? Ja, ich habe irgendwie so eine Matte gehabt, das war irgendwie so länger als bei meiner Frau und dann habe ich gesagt, okay, das muss weg. Irgendwie so morgens schon mehr Zeit in Badezimmer zu verbringen als deine Frau, ist irgendwie falsch und ja. Dann habe ich Tulay, eine Freundin von uns, einfach angerufen und gesagt, komm, und dann zieht zu Hause alles ab und das ist jetzt, was übrig bleibt. Aber ja, das war, ich finde es immer so, man fühlt sich gereinigt, ist das richtig Ausspruch? Ja, man fühlt sich geil. Eine Freundin hat mir gesagt, als ich dir das erzählt habe, hat sie gesagt, Frauen wiederum verändern dann immer die Frisur, wenn sie vorher sich von jemandem getrennt haben. Ich habe das immer gemacht. Nach einer Trennung habe ich immer den Kopf rasiert. Habe ich immer mich dann einfach gut gefühlt, neu anfangen. Ja, ich habe das seit 14 Jahren nicht machen müssen, deswegen ist es jetzt. Dein neues Soloalbum heißt Pride, Stolz. Was, ja. Wie kam der Titel? Das war eine lange Wege, eine Platte zu machen, die eigentlich, ich wollte das nicht machen. Das hat so sehr viel Einfluss aus Irland für mich. Und ich habe mich immer so geweigert, diese irische Fahne so musikalisch zu halten. Ich bin irgendwie so schon stolz, irgendwie so Iren zu sein. Aber musikalisch habe ich mich anders gesehen. Und dann im Studio habe ich gemerkt, dass das am fließenden Band rausgekommen ist. Diese Melancholie-Geschichten, die ich erlebt habe in Irland, die ich nie wirklich die Worte dafür gefunden habe. Und am Ende war ich einfach stolz und das war die beste und die passende Name dafür. Es ist kein Hochmut. Ich glaube, wir als Europäer, wir feiern nicht unser Erfolg, wie wir sollen. Also wenn man es geschafft hat, dann muss man aufstehen und sagen, guck mal, ich hab's gemacht. Ich muss sagen, ich bin oft in Irland und du kommst, es ist das einzige Land, vielleicht mit Italien, wo man in einen Pub geht, in eine Kneipe, in dem man noch nie war und man hat sofort das Gefühl, you are more than welcome, du bist willkommen, irgendjemand spielt Musik, irgendjemand sagt, ihr hast ein Guinness. Ich liebe Irland, das muss ich dir mal sagen, es ist ein herrliches Land. Ja, ein herrliches Land. Der Song heißt It's a Good Life, ja. den du ausgearbeitet hast. Der hast du für einen Freund geschrieben. Oder einem Gewitz mit. Wie kam es dazu? Das war so eine Gegenleistung. Der hat für mich einen Brief geschrieben, als ich das erste Mal in Deutschland war. Schon lange her und da ging es mir nicht so gut. Es war nicht so einfach zu anfangen. Ich konnte damals kein Deutsch sprechen, hatte nicht so viel Geld. Und so. Es war einfach hart. Ich glaube, der Anfang ist immer hart. Ja. Und der hat mir einen Brief geschrieben und das hat mir Stärke gegeben. Und dann so, ich war im Studio in London, dann kriege ich einen Anruf mit ihm. Oder von einem Freund, von einem gemeinsamen Freund, weil es heißt, dass ihm geht es richtig dreckig, also nicht gut. Und am Anfang waren die Rollen getauscht und dann habe ich ihn endlich mal an den Telefon gekriegt und das war, It's a Good Life ist eigentlich so, egal wie scheiße es ist, egal was dir im Moment vor dem Augen steht oder egal was für Katastrophen es gibt, das Leben ist sich wert, dafür zu kämpfen. Mhm. Und da gibt es so viele schöne Sachen, aber manchmal sind wir total blind dazu. Ich finde auch Analyse manchmal überfordert. Man kann einfach aufstehen und den Tag genießen, ohne zu wissen, was das alles heißt. Und It's a Good Life ist für mich irgendwie so ein Lebensmotto. Ich finde auch, das Leben hat einem nichts versprochen. Das Leben hat ja nur versprochen, dass es ist. Ja, also mach was draus. Ne? Das ist ein Geschenk. Es ist so witzig, halt irgendwie so, man kann so viel haben. Ja. Man steht sich meistens selber im Weg. Ja, ja. Hast du, wir haben ja sehr eindrucksvoll eben Florian gehört, hast du auch weibliche Freunde? Nee, keine. Also ohne, dass das blöd klingt. Ich glaube halt irgendwie so, dass ich einfach, wie soll ich das erklären? Ich habe 7 Schwestern. das klingt blöd, ich weiß, ich würde es komisch finden, wenn ich zu Hause alleine sitzen würde mit einer Frau, wenn meine Frau nicht da wäre.
irgendwie ist das, ich bin anders gestrichen. Ich glaube, das ist da, wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin. Es ist nicht, dass wenn irgendjemand anderes das macht, das ist falsch. Mhm. Aber ich kenne mich und ich sage halt, nee, ich habe keine Freundin. Ich habe Pärchen, die Freunde sind, also ja, ist ja unsere Familie, aber eine Frau alleine, nee, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, auch Heiner Lauterbach hat keine beste Freundin. Was? Oh, komm. Doch, habe ich schon. Ja. Beste Freundin? Ja, oder so Frauen, nee, die in deinem Umfeld sind, die mit denen man sozusagen, mit denen man Kaffee trinken geht? Oder ja, ja, ich habe ungefähr 4, 5 Ex-Freundinnen von mir, mit denen ich noch... Ja, der Freund Victoria sind total... Ja, kennt ihr alle. Nee, mit denen klar, ich noch... hin und wieder einen Kaffee trinken oder was. Genau, aber ja, das heißt, da war mal was. Und dann so, also, ja, aber klar, jetzt so, ohne dass man einfach... Unser es kühlt noch ab. So, es kühlt noch ab. Es kühlt noch, nee, es ist abgekühlt, aber ja, da war ja, mal was. Aber so ohne alles, also nur jetzt mal so eine Freundin... Man muss auch sagen, seine früheren Freundinnen, die waren teilweise sogar älter als er. Also es geht. Okay. Es geht, ja. Du bist ruhig, du bist ganz ruhig. Ich habe eine Beleidigung, muss ich sagen. Ray, wir freuen uns natürlich jetzt, dass du uns eine, dass du den Song uns... vorspielen wirst. Vielleicht bringst du dich schon mal in Position. Mit ich sitze hier noch, immer noch nach dieser, ich habe diese Smoothie ausgedrückt. Was habt ihr sonst da denn? Ich habe immer noch Herzrasen. Im Ernst? Ein Smoothie? Ja. Was könnte das denn sein? Will ich nicht wissen. Energie. 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 Also, meine Damen und Herren. Sehr viel Energie zum ersten Mal seit Jahren. Genau, habe ich vergessen. Ja. Meine Damen und Herren, während Ray sich in Position bringt, kann ich Ihnen sagen, It's a Good Life heißt der Song. Ja, natürlich. Die Single Ray erscheint, glaube ich, heute. Heute, ja. Und sie ist Rays persönliches, sie ist Rays persönliches Lieblingslied. Und er wird begleitet von seiner Schwester, die Sie im Bild sehen, Margaret. Hey, und an der Gitarre und Gitarre ist noch Mark Ferguson. Meine Damen und Herren, It's a Good Life. You hang your head in misery. Your eyes say that you are no longer free. You hide behind those clouds of despair. I'm just someone you came to show he cares. Come on, wake up, don't be afraid. We can find what you lost on the way. Come on, wake up, there's no shame in being too weak to fight the pain. It's a good life, even when hope is forsaken, even when your heart is breaking. Never forget it's worth saving. Never forget it's a good life. Seeing the sun on a tree line, feeling the breeze on a warm night, holding the hands of love. Never forget it's a good life. I know you can turn it around. Just make for the break in the clouds. I'll wait for you there. Don't you know it's a good life? Even when hope is forsaken, even when your heart is breaking. Never forget it's worth saving. Never forget it's a good life. Seeing the sun on the tree line, feeling the breeze on the one night. Come on, wake up, don't be afraid. We can find what you lost on the way. Bevor Margaret geht, darf ich Sie fragen, wie war Ihr Bruder, als Sie beide klein waren, when you were young? He was great. Ray was always a brilliant brother and he was always there for us. We just missed him when he went and did his music, so now I'm back. Answer. So I took you with me. You took, yeah, exactly. He missed me so much, he brought me with him. Thank you very much, Margaret. Thank you very much, Margaret. Ciao! Also, was soll sie anders sagen? Er war ein toller Bruder und er hat sie vermisst und deswegen nimmt er sie jetzt immer mit. Ist das eine Hilfe, wenn die Schwester hinter einem steht bei Konzerten? Total. Es ist echt schön, Familie, so die Zeit davon zu genießen. Ich bin ziemlich schnell weg von zu Hause mit 17 und er war extrem so Kopf, was ich erreichen wollte. Erstmal Studentenjahren, aber dann, ich habe eigentlich meine Familie vergessen halt ziemlich schnell. Und das klingt vielleicht nicht so gut, aber ich war mit mir selber beschäftigt und jetzt hole ich viel nach. Und freue ich mich, dass ich auch das kann. Das heißt, ihr habt euch gar nicht so gekannt oder ihr wart kaum zusammen? Nee, Marge war echt 7, als ich wegging. Also sie ist 10 Jahre jünger als ich. Die ist jetzt 20.
Nee, aber, na, sie sieht es aus zumindest, aber die Zwillinge waren die letzte, die zu unserer Familie kamen, und ich habe die also kaum Zeit mit denen verbracht. Ja. Seit der letzten Staffel von The Voice of Germany ist für dich ein neuer Freund dazugekommen, Samu Haber, der auch hier uns schon besucht hat und vor allen Dingen uns Lakritz-Likör mitgebracht hat. Ja, davon kriegst du ganz häufig. Ja, man wurde blind, man wurde blind davon. Was verbindet euch außer der Lakritz? Ich glaube, wir sind ähnliche Typen halt. Wir sprechen unsere Meinung, wir haben keine Angst davon, irgendwie so Emotionen zu zeigen, Euphorie, ehrlich zu bleiben. Das Gefährlichste an Kameras und so eine Maschine, irgendwie so wie Fernseher, ist dich selber zu verlieren. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, mit dem ersten Fuß da reinzukommen, einfach dich selber zu sein und versuchen, das auch treu zu bleiben. Weil sonst änderst du dich und irgendwann verlierst du dich. Und er ist auch ähnlich, wir sind laut, wir feiern gerne. Und ihr drückt das auch, ihr drückt das auch körperlich aus, was ich sehr schön finde. Ups. Ihr nehmt euch in den Arm und ihr streicht euch den Hinterkopf. Oh, Scheiße, und nehmen wir das auch. Und ihr küsst ist euch. Klar. Mein Vater freut sich jetzt zweimal. Erstmal, dass er es gesehen hat und jetzt wieder zu Hause. Ja, also, genau. Wer hat damit angefangen mit der Knutscherei? Also. Ja, offensichtlich übernehme ich die Kontrolle da. Das werden wir auch gleich in deinem Horoskop nochmal bestätigen sehen, kann ich dir jetzt davon schon sagen. Samu kommt ja aus Finnland. Du aus Irland, hast du ihm Tipps gegeben, wie man Deutsch lernt? Das ist ja eine schwere Sprache für... Nee, ich übersetze eigentlich für ihn. Das heißt nicht, dass es gut rüberkommt, oder... Aber ich finde, wir ergänzen uns sehr gut halt irgendwie so. Und wir haben eine ähnliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich es ihm jemals erzählt habe, aber wir waren bei Fernsehgarten einmal. Ja. Und das ist lange her. Und der stand hinter mir. Mein Vater war neben mir. Der kam halt irgendwie so Spaß haben in Deutschland. Und Samu war hinter mich und dann sagte halt, du bist du bist. Und dann, das ist quasi finnisch, weil wer ist das vor mir? Und der Tumor ist gesagt, super Singer Raymond, super Multiplatinum. Und ich habe die Raymond und Multiplatinum verstanden. Und ich dachte halt, das ist jemand, die echt weiterkommen will. Der will wissen, was um ihn ist. Und ich meine, der kämpft schon genauso lang wie ich und hat riesen Erfolg in Deutschland verdient auch. Und ich gönne jeder der Erfolg und genieße es auch, wenn man es sieht. Wir haben eine Matz da. Ich weiß nicht, ob die schon gezeigt worden ist, wo man eure... Vom Fernsehgarten? Nicht vom Fernsehgarten, aber wo man eure tiefen Umarmungen, die Knutscherei sieht. Ich habe immer gesagt, dass echte Männer können auf pinke Harleys fahren. Es ist irgendwie zu sagen, ich kann super gut damit umgehen, halt irgendwie so einen Mann zu küssen. Es ist echt irgendwie so... Wir kommen später dazu. Ja. Wann hast du dein Vater... Du hast ja einen riesen Matz darüber gezeigt, jetzt ist es richtig überspringen. Darf ich nicht das erklären, Ronda? So war. Ich habe ihn geküsst, weil ich keine Angst davon habe. Und jetzt weiter. Du hast gerade deinen Vater erwähnt. Wann warst du das letzte Mal da in deinem Vater? Weil ich frage das, weil ihr macht, glaube ich, diese großen Spaziergänge an einem Beach in Irland. Ja, bei Banner Beach. Ja. Wann warst du das letzte Mal da? Ich war für 3 Tage über Weihnachten zu Hause. Mein Papa hat eine OP gehabt und eigentlich war ich geplant, in Deutschland zu sein. Aber ich fand es, und alle in meiner Familie fanden es wichtiger, irgendwie so zu Hause zu sein. Das war Gott sei Dank nicht ernsthaft, aber genug, irgendwie so zu sagen, hey, willkommen. Und dann waren wir da am Weihnachten. Es waren nur 3 Tage, aber es hat uns alle gut getan. Mhm. Du stammst aus Tralee. Das ist eine Stadt, die Hauptstadt vom County Kerry. Nee, Killarney ist die Hauptstadt. Ah, Killarney, aber eine Stadt. Welche Bedeutung hat Irland für dich? Du gehst auf einen Pass, glaube ich, immer. Auf einen bestimmten Pass. Connors Pass, ja. Und den suchst du als magischen Moment auf. Was widerfährt dir da, wenn du auf diesem Pass stehst? Ich weiß nicht. Ganz ehrlich gesagt, irgendwie in Irland ist irgendwas Magisches halt. Und ich meine, weil ich wahrscheinlich so weit weg bin, so oft, wenn ich nach Hause gehe, spüre ich das, sehe ich das, taste ich das. Und in Afghanistan passt, wenn die Chance ist, da oben zu gehen, halt, dann macht das halt, weil dann merkt man, dass die Welt viel größer ist als kleine Probleme halt. Irgendwie so. Und man ist damit beschäftigt. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Wenn ich da oben bin, gibt es auch keinen Zweifel an meinem Glauben. Und es ist wunderschön. Mein Land ist echt wunderschön und ich bin auch sehr gerne da. Es ist nicht nur gläubig, es ist nicht nur schön, es ist auch trinkfest. Tralee hat 20.000 Einwohner, aber wir halten uns fest, 80 Pubs. Ja, und uns fehlt ein paar, aber... Und wie ich mir vorstellen kann, sind alle gut besucht. Ja, die sind, ganz ehrlich gesagt, wir feiern mit Margaret und ich. Margarete, wir sagen oft, wir feiern anders zu Hause, als wir hier feiern. Hier haben wir eine gewisse Verantwortung, weil... Kannst du ja irgendwie so manchmal auf der Bahn kommen und jemand sagt, das war peinlich. Und in Irland ist es nicht peinlich. Irgendwie so habe ich das Gefühl, dass man einfach irgendwie so sich verlieren kann. Das ist interessant. Kann. Ich habe ja das Gefühl, das Wort peinlich kannst du kaum in eine andere Sprache übersetzen. Die Deutschen, glaube ich, oder wir Deutschen haben, glaube ich, eine Angst, immer peinlich zu sein. Ich habe das in Irland oder Italien. Aber Generalisierung ist eine größere Freiheit auch mal daneben zu. Generalisierung sind sehr schwierig, weil ich finde, alle Deutschen kann man auch nicht sagen. Das Land ist echt unterschiedlich. Mhm. Ich meine, ob es mal in München ist oder in Hamburg oder in Stuttgart oder in Berlin, das ist ein Land, das echt reich ist in verschiedene Kulturen und verschiedene Menschen. Und ich finde halt, die Sprache hält euch zusammen. Und gleichzeitig, ich bin in Ilmensee am Bodensee halt, da habe ich auch einen Teil vom Feiern gelernt halt irgendwie so. In München haben die mich ausgelacht, weil ich nicht mitmachen könnte halt irgendwann, weil es halt bei dem zweiten Stein oder wie das heißt, diese Mass. Einmal Bier. Zweiten Stein. Das war ein Stein im Hals am Ende, aber es war echt, da war ich halt... Was hast du denn im Pub gelernt? Du hast auch im Pub gearbeitet. Ich habe mit 13 angefangen, in der Kneipe zu arbeiten. Ich war so 1,83 irgendwie so
mit 13 und ich habe viel gelernt. Viel vom Erwachsenen, was die Erwachsenen für Probleme haben, was sie sich alles versprechen, obwohl das eigentlich nur eine Lüge ist manchmal. Und auch Freude halt, wie man das Leben genießen kann und manchmal, wie die Probleme zur Seite schiebt, sagt, scheiß drauf, morgen kommen wir uns darum. Und habe auch aber gelernt, wie ich zu Alkohol kommen wollte halt. Irgendwie Alkohol ist echt, das macht super gute Laune, aber man muss irgendwie so der Herr sein. Also man muss halt das in Kontrolle haben. Und auch wenn du die Kontrolle verlierst, muss es dir auch klar sein, dass du das gerade machst. Und das ist alles für dich gar nichts jetzt gerade, aber es ist halt alles. Aber Fakt ist halt irgendwie so, das ist unsere Kultur zum Teil. Also in Deutschland habe ich auch gelernt, dass viele sich zu Hause treffen, zu Hause wird gefeiert und in Irland ist es in der Kneipe. Das ist so unser zweites Wohnzimmer halt irgendwie so und da fühlt man sich wohl halt. Also ich glaube, Herr Lauterbach stammt aus Köln und lebt bei München. Muss da widersprechen, ja. Eben, glaube ich, ne? Das ist in Köln. Köln gibt's, jede Ecke ist eine Kneipe in Köln. Ja, ja, meine beste Freundin. Große Tradition. Ja. Und da ist es ähnlich in Köln, ich wollte es eben schon sagen. Da gehst du auch in eine Kneipe rein und da stehen ein paar Rentner an dem Tresen und die quatschen direkt mit dir und so. Das ist ehrlich, ja. Es mag, das ist meine alte These, was mit Katholizismus und Protestantismus zu tun hat. Ich glaube, da ist, man redet mehr, man trinkt mehr, man isst gelegentlich auch besser. Ray Garvey ist hier, meine Damen und Herren. Wunderbar! Was ist los unter deutschen Bettdecken und ist überhaupt was los und wenn ja, wie viele sozusagen? Denn sie betreibt eigentlich, kann man sagen, seit 30 Jahren niveauvolle Sexberatung und das liebe ich an ihr. Wir sind stolz und glücklich, dass Erika Berger bei uns ist. Viele wären nie Eltern geworden, wenn sie dich nicht gehabt hätten in den 80ern schon, die ihnen erklärt hätte, wie es eigentlich funktioniert. Wie es funktioniert, wohin geht. Jetzt hast du ja schon wirklich lange und viel über dieses Thema geredet, was ja doch immer das gleiche Thema irgendwie bleibt. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, jetzt morgen immer? Ja, das habe ich schon gehabt. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich zugeben, wenn du nach 5 Jahren, also jede Woche mindestens 15 Mal gefragt bist, also Frau Berger, wie ist denn das jetzt mit dem Orgasmus? Ich hab keinen Orgasmus. Ja. Dann sagst du irgendwann... ich auch nicht. Es ist mir komplett wurscht. Es ist mir wurscht. Es ist einfach so, verstehst du, man muss ja nicht wissen, das kommt darauf an, auf die Situation an. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wunderbar. Und außerdem ist mir das wurscht. Genau. Ja, das ist mir schon passiert. Aber trotzdem hast du ja, und du kannst es wirklich beurteilen, die Veränderung der letzten 30 Jahre in den deutschen Betten und auch die Fragen und die Sorgen, auch die Leute umtreiben, irgendwie live mitgekriegt. Hast du das Gefühl, da hat sich viel verändert oder geht es immer noch um den vaginalen Orgasmus oder die, keine Ahnung, Sexspielzeuge? Du hast mich gestern gefragt danach. Ich habe dich danach gefragt. Ich wollte mal wissen, ob ich normal bin oder ob ich das noch weiß oder wie. Nein, also hat sich was verändert in den letzten 3 Jahren? Es hat sich dahingehend etwas verändert, dass man jetzt einfach übers Internet sich kennenlernt, dass man Zugang zu allen Pornoseiten hat, die du heute brauchst. Mhm. Das hat es früher nicht gegeben, da brauchst du die Playboys und Co. oder Praline oder wie die ganzen Dinge hießen. Mhm. Heute setzt dich zu Hause an den Rechner und kannst dir alles reinziehen, was immer du möchtest. Und dann resultieren Fragen daraus. Glaubst du, Erika, wenn ich jetzt da hingehe mit dem oder wenn ich dem schreibe, ob der ehrlich ist, weiß ich doch nicht. Also ich würde, um Gottes Willen, immer schauen, einen Menschen kennenzulernen, ja, im richtigen Leben. Weil wenn ich jemanden kennenlernen möchte, mit dem ich vielleicht irgendwas anfange, will ich wissen, wie sieht er wirklich aus. Guck mal, das mit den ganzen Fotos kann doch auch passieren. Du kriegst ein Foto geschickt, schaut aus wie, keine Ahnung, Brad Pitt und der kommt Quasimodo. Wir alle wissen, ist doch so. Darauf fußt ja auch unser Erfolg ein Stück weit, dass es eben Photoshop möglich macht, wirklich alles rauszuholen. Ja, natürlich. Aber dann ist es eben auch oft so, ich habe das bei einer Bekannten, da kommt dann eben der Typ, den man im Internet kennengelernt hat und der steigt aus dem Zug und du siehst in der ersten Sekunde, das ist nicht der, der auf dem Foto zu sehen war. Aber dann ist der extra aus Kiel gekommen und so und dann denkt man sich, komm, ein Augenmaß muss jetzt drin sein, verstehst du? Die Bahnkarte, die müssen wir irgendwie rein. Ja, siehst, aber das ist schrecklich. Du musst wissen, wie jemand spricht, wie jemand reagiert, wie jemand riecht. Also ich weiß es nicht. Also auf Foto würde ich mich nicht verlassen. Ja, sieh mal. Und da sind die neuen Probleme halt dann, die auftauchen. Ne? Genau, aber die kannst du eigentlich gar nicht. Ich kann die überhaupt nicht lösen. Ich sage einfach nur, warum geht ihr denn nicht einmal aus der Bude hinaus und versucht jemanden kennenzulernen? Du musst dann nicht in eine Diskothek gehen, schon gleich gar nicht, wenn du jenseits der 50 bist. Weil da gehen nämlich die ganzen Probleme los, wenn man sagt, ja, wer will mich denn noch? Ich bin ja schon alt. Das ist ein Quatsch, niemand ist alt. Mhm. Verstehst du? Oder wo soll ich denn hingehen? Oder ich bin verlassen worden von meinem Mann für eine Jüngere und das hat mich jetzt so verletzt. Kann ich alles verstehen. Das ist alles ganz schlimm. Aber du darfst nicht resignieren. Würdest du sagen, man findet nur einen tollen Partner, wenn man nicht sucht? Du findest sowieso überhaupt gar nichts, wenn du suchst. System. Nichts dachte findest ich. Du, auch keine Schuhe übrigens. Das stimmt aber nicht. Mein Gott! Ja, ich habe im Internet den richtigen Partner gefunden.
haben und geheiratet haben und glücklich sind. Ja, sicher gibt's das. Gibt's schon. Ich finde ja auch manchmal Schuhe, wenn ich suche. Ja, 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 aber meistens, wenn man unbedingt will, geht's nicht. Ja, nein, das geht dann. Du lernst einfach die verkehrten Leute kennen, weil du vielleicht irgendwo... Du hast jetzt eben gerade gesagt, also wir rennen da vielleicht manchmal dem falschen Bild auch hinterher. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein großes Thema ist, dass eben jetzt auch ältere Leute einen Partner suchen und dass man dann eben nicht mehr den perfekten Body hat, wenn man ihn überhaupt jemals hatte. Ist das der Perfektionismus, der uns da manchmal so ein Bein auch stellt? Ja, du weißt, ich glaube, dass wir so dumm sind und uns einfach von diesen ganzen Coverleuten ein Ei legen lassen, sage ich jetzt mal, weil alle Mädchen und auch alle Männer, die abgebildet sind, irgendwo ist Photoshop, klar. Ich habe Playboy-Fotos mitgekriegt. Ich weiß auch, wie die Damen geklebt und gebürstet werden, damit alles gut aussieht. Beim Playboy wird geklebt? Wo werden denn da die Klebestreifen versteckt? Ich sag dir das nachher. Okay, aber Nora hat eben wirklich so mit dem Kopf genickt. Also ja, ich glaube, du führst ja auch einen Kampf gegen den Beauty-Perfektionismus. Ja, das ist tatsächlich. Nein, das ist nicht. Als würdest Barbara, du dafür stehen. Komplimente sind nein, anders aus. Nein, du bist ja unser Beispiel dafür. So war das nicht gemeint worden. Du kennst ja gegen dieses... Was ich daran so wahnsinnig eigentlich erleichternd finde, ist, dass ja, wenn man sobald man in sich reinhorcht und sich erinnert, also ich weiß, dass zum Beispiel in der Schule es ein Trend war, glatt rasierte Männer irgendwie gut zu finden, weil die dann immer in der Mitte vom Bravo waren, die alle mit dem Pferd an so einem Wasserfall. Und dann hat man aber doch irgendwann, ist man doch mal also rausgegangen und hat gemerkt so, huch, die Wahrheit sieht anders aus. Ja, man hat doch ein eigenes Bedürfnis. Und dann finde ich sowieso das wahnsinnig schwer zu sagen. Also ich finde immer, wenn ich in meinem Leben verliebt war, habe ich immer gedacht, und wenn ich den jetzt mal meinen Freunden zeige, dann schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, es ist ja das schönste menschliche Leben gewesen, was jemals am Start war. Und es war natürlich immer nur so ein weil ich ja komplett voller Liebe drauf geguckt habe. Wenn er nett ist, hat man alles zu mir gesagt, als ich einen vorgestellt habe. Wenn er nett ist, schau dir den mal an. Ja, selbst wenn die Fotos gar nicht gefälscht sind, ist es doch total wurscht, weil selbst wenn dieser Mensch aus dem Zug steigt, aus Kiel, und sieht exakt so aus, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass dann, also wenn ich nicht wenigstens, sag ich mal so, schon mir sehr lange geschrieben habe und zwischen den Zeilen da vielleicht irgendwas erkennen kann oder so, ist doch alles auch völlig abstrakt. Also dieser Imperativ, der im Raum steht, wenn das klickt, den kann ich überhaupt nicht Photoshop oder sonst, deswegen finde ich das total wurscht. Ja, ich mache halt einfach Klick, wenn es stimmt. Ja. Das ist richtig. Aber du hast vorhin gefragt, wie das ist, wenn man älter wird, ob man dann, ja, man mag sich nicht mehr gerne zeigen, aber eigentlich ist es blöd. Weil man muss zu seinem Körper stehen, man muss überhaupt zu dem stehen, wie man ist und was man ist. Und man muss auch zugeben können, okay, ich bin nicht mehr 20. Aber idealerweise ist der andere ja auch nicht mehr 20. Ja, siehst du? Und man selber nicht mehr 20 ist, der andere aber schon. Ja, hör mal, das ist aber einfach das ganz, ganz Tolle. Sie sagen ja einfach immer, Frauen sind alt und Männer werden interessant. Na, verstehst nee, du? Aber, nicht die nackten Männer. Nur die anderen Männer. Ganz schlimm. Und die Männer sind dann diejenigen, die sagen, du musst mir was anderes machen, du musst was für dich tun. Und das haben sie solche Bierbäuche, ekelhaft. Aber was ich irre finde, ich meine, du hast ja eine irrsinnige Missionarsarbeit geleistet, dass wir irgendwie miteinander reden und dass wir unsere Wünsche formulieren und was auch immer. Aber dass nach wie vor eine doch offensichtlich große Hemmung besteht im Austausch über Wünsche, die intim sind. Das entnehme ich ja deinen Worten. Ja, das ist ja so? Immer, es ist ja, immer noch ist komplett blockiert. Dachte, es wird über alles es ist Barbara, es hat sich nichts verändert. Du sprichst zum Beispiel auch nur die Probleme, die Nachbarin dir erzählt hat, was sie für Probleme im Bett mit ihrem Mann hat. Ja. Aber du wirst ganz selten hören oder erfahren, dass ein Paar, wie lange es zusammen ist, über seine sexuellen Wünsche spricht. Weil immer, und ich glaube, ich kann es auch verstehen, man hat immer Angst, dass man kritisiert wird. Und man mag keine Kritik. Und es kommt auch darauf an, wann du das sagst. Es kommt auch darauf an, wie du das sagst. Das ist einfach so eine ganz schwierige Herausforderung. Das kann verletzend sein. Wie oft gehen Sie ins Bett? Weihnachten ist öfter. Ja, Weihnachten ist sehr wunderbar. Öfter, ne? Jedes Jahr. Aber ist es nicht auch so, ich habe letztens wirklich, wir haben so gelacht und sie dafür auch so umarmt. Unsere Freundin Ina Müller war hier und es ging um Sex und Liebe, eben auch jenseits der 50. Genau. Es ging wieder mal um Sex und Liebe. Und dann hat aber Ina so einen wunderbaren Satz gesagt, können wir uns nicht auch mal unsere Lustlosigkeit gönnen? Weil es eben ja auch oft so getan wird, so ungefähr mit 40 ist es schon total geil, aber warte mal bis zu 65. Da waren wir so ungefähr. Und ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie alle reden immer drüber. Also alle 40-Jährigen, die ich kenne, die sind so damit beschäftigt, ihre Kinder groß zu kriegen, den Job aufzubauen, das Haus zu kaufen, den Kredit abzuzahlen. Die sitzen abends um 8:30 auf dem Sofa und sind fertig mit der Welt. Also, und dann immer noch ständig. Aber Barbara, irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Und dann entdeckt dein Mann dich wieder. Und sagt so, oh mein Gott, was ist passiert in den letzten 15 Jahren? Was?
weil ich dich das letzte Mal nackt gesehen habe. Ja. Wir sind nur Fans von dir, aber wir haben einen ganz besonders großen Fan von dir hier in der Runde sitzen. Florian, du hast eigentlich alle Sendungen verfolgt, oder? Ja, ich bin durch Erika Berger aufgeklärt worden, ausschließlich, und ich habe keine Bravo gelesen. Du bist ein Virtuose deines Fachs. Ich bedanke mich im Nachhinein und entsprechend musste ich natürlich alles, was ich in mich aufgesaugt habe, das ganze Jahr, die Jahre über von, darf ich auch du sagen? Ja. Oh, endlich ist es soweit, dass ich gerne. Bin ein bisschen aufgeregt. Und dann habe ich das, muss ich alles rauslassen und dann meine ersten Parodieversuche, die ich so mit 18 Jahren gemacht habe auf irgendwelchen offenen Bühnen, habe ich Erika Berger parodiert. Und es war damals so eine Technik, man hat halt irgendwie einen Politiker anrufen lassen und der hatte natürlich ein politisches Problem, aber dann hat Erika Berger das sexualisiert. Und dann habe ich immer, dann habe ich auf der Bühne gesessen, in dieser Haltung, so wie sie jetzt auch nicht da, hier, das ist so da sitzen, also diese Haltung, das können ja nur zwei, Erika Berger und Günther Jauch. Und dann habe ich, 10 Minuten als Erika Berger gemacht und habe gesagt, Herr Bundeskanzler Schröder, was haben Sie für ein Problem? Dann hat Schröder gesagt, ich habe gerade hier mal wieder die Koalition, das ist scheiße. Ach, Sie kopulieren. Nein, Koalition, ach, Kopulation. Und so haben Sie, also das waren die ersten Witze, sie waren relativ einfach, aber es war einfach wunderschön, diese Rolle zu spielen. Wunderbar. Also diese, und ich freue mich auf den Flotten Dreier, ich freue mich auf den nächsten Flotten Dreier. Diese Geste, bis heute. Es ist so schön, meint es bleibt, wie es ist, weniges, aber Ihre Gesten bleiben vorbei. Wie schön. Ja. Ist dir das mal passiert, dass du ein bisschen aus dem Konzept gebracht wurdest, weil einer angerufen hat? Weil es haben ja auch Typen angerufen, die auch wegen dir, die nicht nur deine Tipps haben wollten, sondern die dich einfach auch mal haben wollten. Würden mich einfach aufs Kreuz legen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, da haben sie sich die Zähne ausgebissen. Oh ja. Ja. Das stimmt, es hat mir einer angerufen, der war, ich glaube, aus Düsseldorf oder Duisburg oder so ähnlich. Mhm. Der sprach ganz normal mit mir. Und auf einmal sagt er, du, und dann hat er gesagt, Erika, ich habe da noch eine Frage oder ich wollte da noch was wissen. Ich möchte jetzt mit dir schlafen. Ich sage, jetzt? Das geht nicht, ich muss jetzt arbeiten, das sehen Sie, ich muss arbeiten. Ja, und die Antwort kennt er schon von zu Hause, ja. Ich habe ja den Haushalt, sagt er. Genau, also ganz ehrlich, da habe ich auch gedacht, mit bleibt Pferdchen, aber echt, ich habe noch nicht mehr mit. Aber damit musst du doch rechnen, ich meine, wenn du so eine Sendung machst, dann musst du doch mit rechnen, dass du bist eine attraktive Frau, dass der ein oder andere sagt, hat langsam Schaum vor Mund und Schweiß auf der Stirn und hallo, hang. Wenn du heute Fragen beantwortest, und das tust du ja noch immer, wer wendet sich heute an dich und kannst du sagen, was sind die häufigsten Fragen, also jetzt mal... Ich habe sehr, sehr viele Anfragen von ganz jungen Leuten, die, also das mit der Liebe, was ich vorhin auch gesagt habe, was mache ich jetzt oder kann ich dem was glauben oder der hat mich jetzt betrogen mit meiner Freundin und so, solche Sachen. Mhm. Ganz normal, wie wir das wahrscheinlich auch hatten, als wir ganz jung waren. Die Fragen haben sich nicht großartig geändert. Es geht darum, dass der Orgasmus ja nicht da ist, über die ganze Potenz der Männer und warum gehen Männer nicht zum Arzt, das ist zurzeit auch ein sehr wichtiges Thema. Okay. Wie bringt man einen Mann dazu, dass er einfach zur Vorsorgeuntersuchung geht oder so irgendetwas? Ne? Ach, siehst du mal, okay. Ja, also in den medizinischen Bereich hinein. Ja, also weil ich meine, man hört ja so viel, man liest so viel und das tun auch besorgte Ehefrauen, habe ich mir sagen lassen. Da kann ich beitragen. Ich habe das, also nicht aus eigener Erfahrung, sondern ich habe das für mein Buch mal recherchiert und es ist tatsächlich so, dass sich Männer nicht helfen lassen. Also, ja, die wollen es nicht. Ja. Ich brauche keine Hilfe, ich kann das selber. Deswegen finden ja auch Männer den Weg nicht so schnell zum Ziel, wenn sie unterwegs sind im Auto, weil Männer fragen nicht. Sie fragen nicht. Genau. Weil Männer wollen keine Hilfe. Frauen dagegen halten sofort an und sagen, ich habe mich voll verlaufen, muss ich gleich zu Genau. Also statistisch ist es wohl so, dass ein Mann etwa 70 Monate braucht, bis er sich zum Beispiel psychologische Hilfe sucht bei einem wirklich tiefgreifenden großen Problem, während Frauen nach 9 Monaten sich selbstständig Hilfe suchen und die meisten Männer suchen sich auch dann erst Hilfe, wenn die Frau sagt, geh hin. Geh jetzt bitte, mach's, ja. Aber es ist doch genauso, wenn du heute mit einem Andrologen sprichst, also einen Männerarzt, die Männer brauchen so lange, bis er endlich mal wirklich zum Arzt gehen und dann auch mit diesem Arzt ihr Problem besprechen. Das sind ja keine Probleme, die jetzt so schrecklich sind, dass man es nicht beheben kann. Nee, aber die Frauen sprechen natürlich über alles und die Männer untereinander, auch wenn man immer denkt, die reden ständig über Frauen und Sex, überhaupt nicht. Nein, also Gott. Wenn ich manchmal zu Hause erzähle, worüber ich mit meinen Freundinnen spreche, da sagt mein Mann dann, nicht mehr über sowas sprecht ihr? Ja. Und worüber sprecht ihr? Worüber sprecht ihr? Über Sex? Ich will nicht, dass du über mich sprichst. Wir haben nicht über dich gesprochen, wir haben über Sex gesprochen. Genau. Ich glaube, Frauen reden über Beziehungen und Männer reden über Resultate. Männer sind ergebnisorientiert in der Kommunikation. Gut, da gibt es dann natürlich manchmal nicht so viel zu berichten. So, Hier ist mit den Männern. Das liegt an den Männern, die man kennt. Es kann nicht wahr sein, dass jetzt die Sendung vorbei ist. Ich wollte jetzt gerade die Horoskope vorlesen. Ja, aber du hast ja nicht gemacht. Ich wollte sagen, dass du natürlich auch Horoskope erstellst und die kann man sich eben angucken. Und ich habe geguckt, zum Beispiel Florian hat gerne Liebeserklärungen und er liebt es, Komplimente zu verteilen und es fällt ihm schwer, die Führung zu übernehmen. Und das Allerschönste fand ich, das muss ich jetzt noch einmal, Heiner Lauterbach ist sehr ungeduldig und ist es nicht gewohnt, auf ein Nein zu stoßen.
Das glaube ich sofort. Und seine, hier stimmt nichts. Seine erogenen Zonen liegen am Kopf und sind leicht zu erreichen, wie man sieht. Und jetzt kommt der absolute, jetzt kommt der absolute Downer. Der Mann hier, unser Popstar, der sitzt hier und er hat es am liebsten mit Vorspiel, bequem, ruhig und mit Musik. Ja. So. Das sagt uns Ray Gardi, Sternzeichen der Stier. Und ein weiteres ernüchterndes Statement aus seinem Horoskop. Er lässt sich nicht viel einfahren, aber das macht er mit seiner Ausdauer wieder wett. Ray Gardi! Sie sehen ihn mit anderen Augen. Dass das immer noch das gleiche ist wie vor 30 Jahren. In zwei Wochen haben wir tolle Gäste. Johannes Oerding. Mit dem werden wir über Sex reden. Herr von der Lippe. Mit dem werden wir auch über Sex reden. Und wir haben ein Model, die da heißt Frau Gerke. Mit der werden wir nicht über Sex reden. Wer weiß es, wer weiß es. Aber wir sind wieder da. Wahrscheinlich auch. Wir freuen uns, in zwei Wochen sind wir wieder dabei. Danke. I love you. Ciao. Tschüss.